Schön, dass wir mit unserem Tagungsthema ein so großes Interesse gefunden haben. Das ist ja durchaus etwas sperrig und auch ein bisschen antizyklisch und vielleicht gerade deshalb auch mal dran. Das fanden wir nicht nur in der Böll-Stiftung in der Vorbereitung, sondern wir freuen uns, dass wir mit dem Anliegen auch Interesse gefunden haben bei den Blättern für deutsche und internationale Politik in der Berliner Republik und bei Polar, die als Medienpartner mit hier an Bord sind und die uns auch personell verstärken werden in der Tagung heute und morgen. Viele Grüße auch ans Böll-Fernsehen. Wir sind online, wir streamen und haben hoffentlich auch ein paar Menschen, die uns auf böll.de begleiten und verfolgen. Ich bin Anne Ulrich, Referentin in der Heinrich-Böll-Stiftung, verantwortlich für diese Tagung zusammen mit einem Team von Leuten, ohne die die Tagung nicht stattfinden würde. Das ist ja immer so. Eike Botter-Fenhorst, Benjamin Pfeiffer, Iris Witt, Julia Reiter und das Team der Sophienseele, Frau Spirkel und die ganze Technik-Crew, herzlichen Dank für alle Unterstützung. Sowie natürlich auch die große Zahl unserer Referentinnen, Referenten und Moderatorinnen, Moderatoren, zu denen Sie so eine kleine Biografie ausgelegt finden in diesen blauen Blättern, das haben Sie auch schon gesehen. Ich sagte schon, unser Thema ist ein bisschen sperrig und nicht so richtig en vogue. In der Vorbereitung war uns auch klar, dass Zukunft der Parteiendemokratie viel mehr lohnende Aspekte hat, als wir das in diesem Programm für dieses Zeitfenster, was wir uns gesetzt haben, ansprechen wollten. Aber ich kann schon sagen, dies wird auch nicht die letzte Tagung hierzu sein. Das sage ich auch deshalb, weil dieses Thema entstanden ist im Netzwerk der Heinrich-Böll-Stiftungen, die ja in Länderstiftungen aktiv sind. Wir arbeiten in einem gemeinsamen Dachthema, gut vertreten, Fragezeichen, Update für Demokratie. Und wir werden im Rahmen dieses Verbundnetzwerkes, sind darauf verabredet, in den nächsten Monaten in diesen Themen weiter Diskussionsveranstaltungen, Diskussionsangebote anzubieten. Und wir freuen uns, wenn Sie uns dabei begleiten, verfolgen und kritisch mitdiskutieren. Parteien, das ist aktuell ja so ein Stoff für Bashing und für Verdrussdebatten und so weiter. Und dafür mag es gute Gründe geben. Allerdings sollten wir gerade dort, wo wir politisch und politisch kritisch unterwegs sind, uns schon auch die Mühe machen, uns über die Kernaufgaben der politischen Parteien immer mal wieder zu verständigen und damit eine Grundlage zu schaffen, um gerade gerne auch von so einer Seite her über sie nachzudenken. Gerne kritisch, gerne konstruktiv, aber eben ausgehend davon, dass wir wissen, was Rollen, Aufgaben, Arbeitsfelder der politischen Parteien sind. Was ist ihr Job in der repräsentativen Demokratie? Wie wandelt der sich auch fortlaufend? Und so auch heute und unter welchen Herausforderungen haben Parteien sich, wie soll man sagen, zu bewähren oder sich zu entwickeln, damit pluralistische Demokratie als solche auch stark verfasst ist und politische Kultur lebendig auch in stürmischeren Zeiten sein kann. Das Programm liegt Ihnen und euch vor. Wir haben es nochmal auf den großen Wänden ausgedruckt, vor allem auch deshalb, weil der Ablauf morgen Nachmittag aufgegliederter stattfinden wird, als er im gedruckten Flyer vorliegt. Unser Tagungsformat selber ist geprägt von diesem Theatersaal, in dem wir hier tagen. Das hat einen starken Symposiumscharakter, das wird so sein. Sie werden auch dran sein. Aber das Setting ist ein bisschen Theater. Wir haben uns gedacht, das klappt ja auch bei der Republika, warum nicht auch bei uns. Durch den heutigen Abend führt Albert Eckert, dort zur Linken, ein erfahrener Moderator vieler politischer Diskussionen und ein passionierter Conferencier. Vielen Dank. An ihn übergebe ich jetzt das Wort und wünsche uns einen instruktiven Abend. Herzlichen Dank.
Ja, danke an Anne Ulrich. Ich bin in der Tat dafür zuständig, dass wir so die nächsten anderthalb Stunden, bis draußen die Bar öffnet, so einigermaßen intelligent miteinander den Abend verbringen können. Also nicht nur ich, sondern es sind drei Gäste noch zusätzlich eingeladen und Sie werden auch die Gelegenheit haben, was zu sagen. Und erstmal würde ich Sie gerne ein bisschen genauer kennenlernen und wüsste gerne von Ihnen, wer von Ihnen, Hände hoch, ist Mitglied einer politischen Partei? Aktuell. Uiuiui. Das sieht ja eine ganze Menge, also mehr als der Bundesdurchschnitt. Gut, wer von Ihnen war mal Mitglied einer politischen Partei und ist aktuell nicht Mitglied? Ein paar weniger. Oh ja, doch, einige, sehr schön. Wer von Ihnen war mal Mitglied einer politischen Partei und ist dann in eine andere wieder eingetreten? Okay, gibt's schon auch. Also das Fluide im Parteiensystem, ne? Also so ein bisschen findet man es doch heraus. Und sagen Sie mal, wer von Ihnen, also jetzt mal Hand aufs Herz, gell? Also es schaut keiner zu, lediglich die Leute an dem Stream und den guckt eh keiner. Also wer von Ihnen geht manchmal nicht wählen? Na, immerhin ein paar, gell? Also ich meine, die anderen behaupten alle, dass sie selbst beim schönsten Wetter immer grundsätzlich zuerst wählen gehen. Also, von daher herzlichen Dank, dass Sie wenigstens zwei, drei getraut haben zu sagen, dass Sie gelegentlich nicht wählen. Wer von Ihnen ist denn nicht wahlberechtigt in Deutschland? Okay, haben wir auch ein paar. Das ist dann besonders interessant, also der Blick von außen sozusagen. Sie können sich nachher besonders gerne melden, sage ich nur mal so zwischendurch, nicht, dass Sie denken, das würde uns nicht interessieren, mich jedenfalls schon. Und eins müsste ich jetzt noch unverschämterweise, das ist natürlich nicht abgesprochen, da das eine Veranstaltung ist, die über zwei Tage geht, die nächsten Tage, und groß von der Heinrich-Böll-Stiftung ausgerichtet wird. Und ich weiß, dass es ein Treffen der Landesstiftungen der Heinrich-Böll-Stiftung hier auch gegeben hat. Wer von Ihnen arbeitet denn für die Böll-Stiftung? Sei es bezahlt irgendwie als Honorar oder Mitarbeiter oder sowas. Na, immerhin, also so ein Viertel hier im Saale, alles klar. Ah ja, die in Bayern arbeiten für die Petra Kelly Stiftung, die grünnahe Stiftung in Bayern. Also dort heißt das überall ein bisschen anders, wie auch sonst im Leben. Bayern hat eine besondere Stellung. Gell? Das kann ich übrigens als gebürtiger Bayer ganz gut beurteilen. Eins wüsste ich auch noch gerne, und zwar, was da im Programm steht. Da steht, also es steht ja drüber, Zukunft der Parteiendemokratie. Und dann wird es da eine Eröffnung geben. Und da steht dann mit Oliver Marchert, Jasmin Siri und Meli Kiak, werden wir später kennenlernen. Aber es steht noch eine Überschrift oben drüber, prekäre Demokratie. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Ich habe allerdings glücklicherweise gefunden, dass Oliver Marchert, der ist übrigens, kommt aus Österreich und ist Professor für Philosophie und Soziologie an der Kunstakademie in Düsseldorf. Und bei dem habe ich habe einfach nachgeschaut und in seiner Veröffentlichungsliste von 2013 steht ein Buch Prekarisierungsgesellschaft. Also habe ich mir gedacht, der wird es wahrscheinlich wissen. Herr Professor Marchert, lieber Oliver Marchert, Sie haben jetzt bitte schön das Wort. Sagen Sie uns, was ist denn das, die prekäre Demokratie? Ein Verständnisangebot und tatsächlich haben Sie mich ja schon darauf hingewiesen, das heißt die Böll-Stiftung, wo man ansetzen muss, nämlich in der freundlichen Einladung zu diesem Vortrag, die mich vor einigen Monaten von der Böll-Stiftung erreicht hat, wurde ich darauf hingewiesen und mir war das bis dahin entgangen, dass in der Medienberichterstattung zu den Bremer Wahlen, bei denen die Wahlbeteiligung unter 50% gefallen war, mit dem Aufmacher prekäre Demokratie berichtet wurde. Im Spiegel stellte Peter Müller fest, das war im Mai, die, und ich zitiere, Entsaftung der Politik in der Ära Merkel trage zur niedrigeren Wahlbeteiligung bei. Und er fügte hinzu, Zitat, eine Demokratie kann prekär werden, sobald daraus ein Monopol der Arbeitsplatzbesitzer und Gutverdiener der wohlsituierten Mitte wird.
Prekäre Wahlen sind nicht, was Wahlen sein sollen, repräsentativ für eine Gesellschaft. So Müller. Die Diagnose wäre also, dass politische Betätigung im oder zu so etwas wie einem Freizeitsport einer wohlsituierten Mitte geworden ist, während die sogenannten Unterschichten nicht mal länger zur Wahl gehen, da sie die Hoffnung aufgegeben haben, ein Wechsel der Parteien an der Regierung könnte etwas Substanzielles an ihrer misslichen Lage ändern. Der alte Spruch der Anarchisten, wenn Wahlen etwas ändern könnten, wären sie verboten, dürfte offenbar von breiten Bevölkerungsschichten internalisiert worden sein. Ich kann und will dieses Problem hier nicht auf empirischer Ebene diskutieren, das ist auch gar nicht meine Expertise. Jasmin Ziri wird nachher, glaube ich, ihre Expertise hierzu einbringen. Ich selbst komme ja eher von der politischen Theorie und Gesellschaftstheorie und mein Angebot kann auch nur von der politischen und Theorie und der Gesellschaftstheorie her kommen. Unwiderlegbar, empirisch unwiderlegbar scheint mir freilich die deutliche Abnahme der Bindungskraft jener politischen Großmilieus, die früher ihre Vertretung in bestimmten Parteien quasi naturwüchsig gefunden haben, sowie die flächendeckende Herausbildung eines individualistischen Politikverständnisses. Die Rede von der prekären Demokratie fügt dem hinzu, dass der Demokratie-Dropout durch soziale Prekarität angetrieben wird. Je prekärer die soziale Lage der Betroffenen, so die Diagnose, desto größer deren Entfremdung vom repräsentativ-demokratischen System, was sich am sichtbarsten eben in Wahlabstinenz ausdrückt. Ist Demokratie also ihrerseits prekär geworden, weil ein großer Teil der Bevölkerung nicht repräsentiert wird oder sich gar nicht repräsentieren lassen will? Ich denke, dass durchaus etwas an dieser Diagnose dran ist, dass sie aber deutlich zu kurz greift. Ich möchte folgende These zur Diskussion stellen, und ich kann nur Thesen zur Diskussion stellen in 20 Minuten. Entschuldigen Sie, wenn ich das nicht wirklich untermauern kann. Es bleibt bei Thesen. Ich möchte folgende These zur Diskussion stellen, eigentlich eine doppelte These. Erstens, die Demokratie ist nicht etwa nur heute oder nur unter der Regierung Merkel zu einer prekären Angelegenheit geworden, sondern Demokratie ist strukturell prekär. Sie ist das Regime der Prekarisierung des Politischen. Was das heißt, dazu komme ich gleich. Gerade weil dies aber so ist, stellt zweitens die Prekarisierung des Sozialen, Sie könnten sagen auch vielleicht des sozialen Zusammenhalts, je nachdem, wie Sie es sehen, die Prekarisierung des Sozialen, die vom Spiegel vorschnell mit der Figur des abgehängten Prekariats gleichgesetzt wurde, eine Gefahr für die Demokratie dar. Lassen Sie mich zunächst sagen, was ich unter der Prekarisierung des Politischen in der Demokratie verstehe. Der Begriff der prekären Demokratie ist durchaus eine gelungene Begriffsschöpfung. Aber ein gehaltvoller Begriff von prekärer Demokratie, der mehr wäre als ein bloßes Schlagwort, müsste berücksichtigen, dass demokratische Politik im Regelfall, nicht nur bei Angela Merkel, einen ganz und gar saftlosen oder eben trockenen Eindruck. Das liegt nun nicht allein daran, dass demokratische Abläufe durchbürokratisiert und prozeduralisiert sind. Natürlich, die heutigen Arbeitsparlamente basieren auf trockener Fraktions- und Ausschussarbeit. Und Politiker sind natürlich eine soziale Funktionselite, die nach bestimmten Regeln des politischen Systems arbeitet, die von außen betrachtet eben einen trockenen Eindruck machen kann. Aber die Ursache für die demokratische Trockenheit reicht tiefer. Demokratie ist eine Regierungsform, die uns unablässig mit der Erfahrung konfrontiert, dass in den berühmten Worten eines politischen Theoretikers Claude Lefort der Ort der Macht in der Demokratie leer ist. Niemand besitzt wie im Gottesgnadentum ein natürliches Anrecht auf diesen Ort. Das wird vom Institutionenbau der Demokratie garantiert. Der Sinn regelmäßiger Wahlen als zentraler, aber nicht einziger Institution der Demokratie ist deshalb nicht, wie liberale Demokratietheoretiker wie Schumpeter unterstellen, aus konkurrierenden Eliten das Personal auszuwählen, das uns dann regieren wird. Allgemeiner gesagt, es geht bei Wahlen keineswegs nur darum, mittelbar oder unmittelbar eine Exekutive ins Amt zu bringen oder irgendwann aus dem Amt entfernen zu können. Klar, das auch. Aber das allein wäre ja nur ein funktionalistisches Verständnis von Demokratie.
Der Sinn von Wahlen, der weit darüber hinausreicht, ist symbolischer Natur. Das ist das, was die marxistische Kritik am angeblich bloß formalen Charakter von Demokratie, vor allem parlamentarischer Demokratie, übersieht. Dass etwas symbolisch ist oder formal, heißt nicht, dass es keine Effekte hätte. In dieser Hinsicht sind Wahlen formaler Ausdruck des Umstands, dass der Ort der Macht leer ist und immer wieder neu besetzt werden muss. Damit konfrontieren sie uns aber mit einer frustrierenden Erfahrung. Der frustrierenden Erfahrung, dass es uns als Souverän nicht gibt. Das heißt, dass ein einheitlicher und mit sich selbst identischer Volkswille nicht existiert. Denn am Wahlabend tritt uns nicht der Souverän gegenüber, sondern nur ein Zahlenverhältnis. Der Volkswille erscheint als in sich geteilt und muss überhaupt erst errechnet werden. Zahl ersetzt Substanz, sagt der schon erwähnte Claude Lefort. Natürlich kommen nachher Wahlkommentatoren, die uns erklären, was der Volkswille ist. Aber die Wahl selber drückt diesen Volkswillen nicht aus. Und das, also diese symbolische Natur der Wahlen, hat, wie gesagt, reale Effekte. Es führt zu einer gewissen Vulnerabilität der Regierenden, die ja eben auch abgewählt werden können, aber auch des Souveräns, der sich gleichsam nie selbst im Spiegel erblicken kann, der seine eigene Gestalt nicht kennt. Was der demokratische Souverän von sich und seinem Willen sieht, sind immer nur Wahlstatistiken und Säulendiagramme. Das ist beunruhigend. Und schon Marx, der bekanntlich wenig Sympathien für die parlamentarische Demokratie aufbrachte, hat in einer genialen Eingebung Demokratie als das Regime der Unruhe bezeichnet. Demokratie ist prekär, weil sie ein Regime der Unruhe ist. Und das heißt zugleich, damit komme ich zum Thema Parteien, sie ist ein Regime des Parteienstreits. Das heißt, die moderne Demokratie ist nicht einfach deshalb Parteiendemokratie, weil sich Parteien irgendwie als praktisch erwiesen haben oder weil sie im Artikel 21 des Grundgesetzes verankert wurden, sondern weil in Demokratien Parteilichkeit legitim ist. Das heißt, Parteienstreit im Sinne politischer Auseinandersetzung und Lagerbildung zu ihrem Wesen gehört, im Unterschied zu den meisten anderen Regierungsformen. Demokratie stellt den Streit auf Dauer. Denn um die temporäre und nie endgültig gelingende Auffüllung des leeren Ortes der Macht muss unablässig gerungen werden. Eine These, die auch eine politische Theoretikerin, die manchen von Ihnen bekannt sein wird, Chantal Mouffe beispielsweise, vertritt. Und Demokratie, außer Streit auf Dauer zu stellen, verallgemeinert den Streit. Jedes gesellschaftliche Thema kann in diesen Strudel der Politisierbarkeit geraten. Es entstehen Pro- und Kontrapositionen, die wiederum in breitere, weltanschauliche Positionen integriert werden, die nun ihrerseits im Konflikt liegen. So entstehen politische Parteiungen, die natürlich nicht immer dieselbe Form annehmen müssen, also die Form bürokratischer Massenparteien etwa, wie sie lange Zeit maßgeblich war. Ich komme gleich darauf zurück. Der von konsensorientierten Beobachtern oft als Grund für das Unbehagen an der Demokratie identifizierte Parteienstreit ist also selbst wiederum nur Ausdruck der Tatsache, dass der Ort der Macht leer ist und eben nicht von einer Einheitspartei oder Ähnlichem besetzt gehalten wird. Also, das verbreitete Unbehagen an der Demokratie, das war ja meine These, ist somit strukturellen Gründen geschuldet. Es ist ein strukturelles Merkmal von Demokratie, dass sie nicht reibungslos funktioniert, dass sie unsere Erwartungen nach einer saftigen Politik und straff geführten effizienten Regierung frustriert, dass sie jede Behauptung eines mit sich selbst identen Souveräns, wir sind das Volk, oder einer mit sich selbst identen Gemeinschaft, der Leitkultur oder des christlichen Abendlandes, symbolisch untergräbt und damit eben frustriert. Demokratie prekarisiert das Politische, unsere politische Selbstgewissheit, weil sie eine durch und durch prekäre Regierungsform ist. Und hiermit komme ich zum zweiten Teil meiner These, denn Sie werden sagen, naja, dann ist ja alles in Ordnung. Doch selbstverständlich gibt es ein Unbehagen am Zustand der real existierenden Demokratie, das über diese unausweichliche demokratische Frustration, ohne die es überhaupt keine Demokratie gäbe, das heißt, Demokratie, um Marx weiterzuführen, ist ja sowas wie das Regime der Frustration.
Also, aber natürlich gibt es ein Unbehagen, das über diese zur Demokratie gehörende Frustration hinausschießt. Dieses überschießende Unbehagen, dieser Frustrationsüberschuss, zeigt sich nicht nur in Wahlabstinenz, sondern wird explizit artikuliert, zum Beispiel von sozialen Bewegungen, die die Demokratisierung der Demokratie fordern. Die Proteste, die sich um 2011 herum weltweit in Platzbesetzungen manifestiert haben, Occupy, waren nicht nur Sozialproteste, sie waren Sozialproteste und Demokratisierungsproteste. Echte Demokratie jetzt, hieß der Slogan der spanischen Bewegung, die in den überall wiederkehrenden Vorwurf mündete, no nos representan, ihr repräsentiert uns nicht, they can't represent us. Aber angetrieben wurden die Proteste in den westlichen Ländern von einer Entwicklung, die in der Soziologie unter dem Begriff der zunehmenden Prekarisierung von Arbeits- und Lebensbedingungen gefasst wird. Und hier komme ich zur zweiten Form von Prekarisierung. Und es wurde ja schon angedeutet, dass ich diese zweite Form von Prekarisierung auch mit dem Begriff der Prekarisierungsgesellschaft zu fassen versuche. Prekarisierung meint in diesem sozialen Sinn mehr als einfach nur Prekarität. Auch in diesem Punkt greift der eingangs zitierte Spiegel-Kommentar zu kurz. Es handelt sich nicht bloß um ein begrenztes Phänomen der Armut und des Ausschlusses, das nur das sogenannte abgehängte Prekariat erfasst hätte. Dieser Begriff des abgehängten Prekariats kam 2006 durch eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung in Umlauf und wurde in der sogenannten Unterschichtendebatte breit diskutiert. Laut dieser Studie müsse man 8% der wahlberechtigten Bevölkerung zum abgehängten Prekariat zählen. 8%. Darunter fände sich der höchste Arbeitslosenanteil wie auch der höchste Anteil von unsicheren Arbeitsplätzen. Das abgehängte Prekariat fühle sich desorientiert und im gesellschaftlichen Abseits. Die Entfremdung vom politischen System sei in dieser Gruppe am größten und an der Urne zeige sich eine höhere Nähe zu linken wie rechten Protestparteien. Das Problematische an dieser Analyse oder Behauptung ist, dass sie das Phänomen der Prekarität auf Formen der neuen Armut beschränkt und damit den umfassenden Charakter sozialer Prekarisierung unsichtbar macht. Dabei machte dieselbe Studie in den Befragungen eine durchaus breite gesellschaftliche Grundstimmung der Verunsicherung aus. 63% der Befragten gaben nämlich an, die gesellschaftlichen Veränderungen bereiteten ihnen Angst. 46% empfanden ihr Leben als ständigen Kampf. 44% fühlten sich vom Staat alleingelassen. Verunsicherung als Zeichen der zunehmenden Prekarisierung der eigenen Arbeits- und Lebensbedingungen wäre demnach endemisch und nicht begrenzt auf 8% der Bevölkerung. Prekäre Lebenslagen sind dann nicht ausschließlich mit Armut, Verelendung und Exklusion zu assoziieren. Prekarisierung greift auf immer mehr Arbeitsverhältnisse über. Ja, mehr noch, je weniger Arbeit und Leben heute getrennt erscheinen, weil wir irgendwie immer arbeiten, desto mehr tritt Prekarisierung über die Ufer der Arbeitswelt und droht, immer weitere, vormals stabil geglaubte gesellschaftliche Verhältnisse zu prekarisieren. Nicht zu Unrecht sprach Pierre Bourdieu von einem breit gefächerten Prekarisierungsstrom, in den die gesamte Welt materieller, kultureller, öffentlicher und privater Produktion gerissen werde. Grund dafür sei, so Bourdieu, dass Prekarisierung einer neuen Herrschaftsnorm angehöre, in der zur Aufrechterhaltung des Unterordnungsverhältnisses der Arbeitnehmenden ein allgemeiner Dauerzustand der Unsicherheit errichtet wird. Auch die scheinbar von ihr Verschonten, also sicher auch viele von uns, sofern wir noch nicht Hartz-IV-Empfängerinnen sind, sofern wir andererseits auch nicht verschont sind von Prekarisierung, weil wir verbeamtet sind beispielsweise, aber alle anderen sind mit einer Reservearmee prekarisierter Arbeitnehmer und Arbeitsloser konfrontiert, die als Drohung allzeit in den Köpfen aller präsent bleibt. Sofern diese Unsicherheit also auch jene Arbeitnehmer in Mitleidenschaft zieht, deren Arbeitsverhältnisse scheinbar noch nicht prekarisiert wurden, handelt es sich bei Prekarität dennoch um ein tendenziell
alle Sozialbeziehungen umfassendes Phänomen, weshalb ich eben vorgeschlagen habe, unsere Gesellschaften, sofern sie vom neoliberalen Abbau bereits erkämpfter sozialer Sicherungssysteme betroffen sind, als Prekarisierungsgesellschaften zu bezeichnen. Um langsam zum Schluss zu kommen, natürlich die Frage, in welchem Verhältnis steht diese Prekarisierung des Sozialen nun zur prekären Demokratie, also der Prekarisierung des Politischen? Wenn die Autoren der Studie recht damit haben, dass im abgehängten Prekariat die Entfremdung von repräsentativdemokratischem System besonders groß ist, dann liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die Ausbreitung sozialer Prekarität auch zur Ausbreitung eben von Politik- und Demokratieverdrossenheit führen kann. Die Prekarisierungsgesellschaft wäre dann eine Gesellschaft, in der die Entfremdung von Politik und Demokratie genauso endemisch würde wie die soziale Prekarisierung, die uns alle zunehmend erfasst. Die Prekarisierung des Sozialen stellt also eine Gefahr für die Demokratie dar. Und das heißt, dass die Unruhe, die von den politischen Institutionen der Demokratie ausgeht und die uns zwar frustrieren mag, die wir aber nicht zu fürchten haben, von der Unruhe überlagert wird, die aus der Prekarisierung des Sozialen hervorgeht. Die Zumutung, die Demokratie immer darstellt, weil sie uns daran erinnert, dass der Ort der Macht leer ist und niemand ein letztes Machtwort spricht. Diese politische Zumutung wird unter Bedingungen sozialer Angst nahezu unerträglich. Das heißt, mit zunehmender sozialer Prekarisierung wird der Zulauf zu autoritären, identitären oder fundamentalistischen Ideologien immer wahrscheinlicher. Die Gefahr steigt, dass der Souverän, der in der Demokratie immer nur als Abwesender anwesend ist, gleichsam zur Anwesenheit drängt als ein Phantasma eines mit sich selbst identischen Volkes. Anders gesagt, soziale Verunsicherung lässt nach Sicherheiten im Politischen suchen. Sicherheiten, die in der Demokratie aber nicht zur Verfügung stehen. Schon aus demokratiepolitischen Gründen müssen wir daher der Prekarisierung des Sozialen begegnen. Die Prekarisierung des Politischen, wie sie für die Demokratie bezeichnet ist, bedingt die Entprekarisierung des Sozialen. Die politische Verunsicherung braucht soziale Absicherung, sonst kann Demokratie als Verunsicherungsregime nicht funktionieren. Aber welche politische Kraft wäre heute in der Lage, der neoliberalen Herrschaftsnorm sozialer Prekarisierung entgegenzutreten? Und ist die klassische Partei geeignet dazu, einem solchen Projekt die politische Form zu geben? Ich denke, die politischen und die historischen, muss man fast sagen, Voraussetzungen wären insofern gegeben, als jene Herrschaftsnorm, die mit dem Begriff, vielleicht kein glücklicher Begriff, aber allgemein mit dem Begriff des Neoliberalismus bezeichnet wird, dass diese Herrschaftsnorm des Neoliberalismus aufgrund der multiplen und ineinandergreifenden Krisen der letzten Jahre, Finanzkrise, Eurokrise und nicht zuletzt Demokratiekrise, selbst in die Krise gekommen ist. Das heißt, der Neoliberalismus ist heute selbst in der Krise. Niemand oder immer weniger, sagen wir es so vorsichtiger, immer weniger Leute glauben daran, dass uns Austeritätspolitik, Privatisierung, Abbau sozialer Sicherungssysteme und so weiter wirklich aus der Krise führen wird. Der italienische Marxist Antonio Gramsci prägte für eine Situation, in der Krisenphänomene nicht länger kontrolliert und eingehegt werden können und sich über die gesamte soziale Formation ausbreiten, den Begriff der organischen Krise. In einer organischen Krise sind Vergangenheit und Zukunft gleichermaßen suspendiert. Er sagt, das Alte stirbt und das Neue kann nicht geboren werden. Das führt natürlich zu einer unglaublichen Desorientierung, auch politischer Desorientierung. So öffnet sich eine Art Vorhölle, ein Warteraum, in dem alle wie paralysiert darauf hoffen, dass sich die Konturen einer neuen Ordnung abzeichnen, während zugleich die schwindende Hegemonie, also die schwindende Konsens- und Zustimmungsfähigkeit des neoliberalen Einheitsdenkens mit zunehmend autoritären Mitteln,
wie der Einschränkung bürgerlicher Freiheiten oder der Ausweitung von Überwachungsmaßnahmen, verteidigt wird. Unglücklicherweise besteht die eigentliche Tragik einer organischen Krise nicht nur darin, dass die politischen Funktionseliten ihrer Funktion beraubt sind und so zu Dysfunktionseliten werden, die die Krise weniger bewältigen, denn vertiefen. Die Tragik einer organischen Krise ist, dass auch jene Akteure, von denen Alternativen formuliert werden müssten, die Opposition oder auch die soziale Opposition, die Protestbewegungen, dass auch diese Akteure in denselben Warteraum gesperrt sind wie ihr Gegenüber. Eine politische Alternative zur bröckelnden Hegemonie des Neoliberalismus ist nicht in Sicht. Und die Alternativen, die sich auf der Linken jedenfalls zurzeit anbieten, sind oftmals dem sterbenden Alten, wie Gramsci sagen würde, verhaftet. Politiker wie Jeremy Corbyn beispielsweise in Großbritannien oder Bernie Sanders in den USA, so integer und ehrenhaft sie persönlich sein mögen, sind als Wiedergänger einer Traditionslinken, die dem sterbenden Alten verhaftet bleibt und das Neue nicht gebären kann, Symptome der Krise, nicht die Antwort auf die Krise. Von solchen Atavismen sind jene progressiven Experimente mit der Politikform und mit der Parteiform zu unterscheiden, in denen sich möglicherweise, aber niemand weiß es genau, das Neue ankündigt. Zumindest erwecken diese Experimente die Hoffnung, dass eine Alternative zu autoritärem Neoliberalismus und Postdemokratie in sowas wie ihr Frühstadium eingetreten sein könnte. Sie wissen, wovon ich rede. Syriza, da geht es ja nicht nur um Schuldenkrise, sondern Syriza ist ja auch eine Partei. Aber sie ist nicht einfach nur eine Partei. Syriza ist vieles zugleich. Parteienallianz, eine Allianz aus verschiedenen Parteien, basisdemokratische Bewegungspartei und populistisches Sammelbecken mit charismatischer Führungspersönlichkeit. Die innere Widersprüchlichkeit dieses Experiments liegt auf der Hand. Und dennoch ist es ein Experiment und dennoch kann immer nur aus der Verbindung widersprüchlicher Komponenten Neues entstehen. Ähnlich verbindet Podemos die widersprüchlichen Komponenten einer basisdemokratischen Bewegungspartei, in der auch Nichtparteimitglieder online mitbestimmen können, mit der zentralistischen Herrschaft einer Führungsriege, die alle organisatorischen und programmatischen Zügel fest in der Hand hält. Ob man das gut oder schlecht findet, ist eine Frage, aber es ist ein Experiment mit der Parteiform. Im deutschsprachigen Raum findet sich nur ein wesentlich zarteres Pflänzchen in Versuchen zur Bildung einer Mosaiklinken, in der verschiedene Strömungen gegen den neoliberalen Common Sense vereint werden sollen. Allerdings entstehen hier kaum Experimente mit neuen Organisationsformen jenseits bloßer Vernetzung. Und dennoch denke ich, dass auch etablierte Parteien notwendigerweise in Zukunft mit der Parteiform, also mit ihrer eigenen Organisationsform, experimentieren müssen, um überhaupt, wenn sie so wollen, zukunftsfähig zu sein. Was also Not tut, wäre ein emanzipatorischer Experimentalismus, sowohl auf programmatischer, also inhaltlicher, wie organisatorischer Ebene. Ein politisches Programm müsste entwickelt werden, das weder dem Atavismus althergebrachter Politikrezepte anhängt, noch dem Utopismus basis- und direktdemokratischer Unmittelbarkeitsphantasmen, wie manchmal in den Protesten und Platzbesetzungen zu beobachten, die sich auch strikt gegen die parlamentarische repräsentative Demokratie richten können, was meiner Ansicht nach ein Fehler ist, und natürlich schon gar nicht dem gescheiterten Opportunismus der Selbstneoliberalisierung, wie er vor allem die europäische Sozialdemokratie erfasst hat. Also weder Opportunismus noch Atavismus noch Utopismus. Stattdessen müsste ein politisches Programm, das eine Antwort auf die organische Krise des Neoliberalismus findet, im Rahmen von experimentellen Politik- und Organisationsformen entwickelt werden, die sich eine gewisse programmatische Beinfreiheit bewahren und doch mit den Realitäten der Politik konfrontieren, zu denen unter anderem das repräsentativdemokratische System und die Parteiendemokratie zählen. Und ich zähle auf eine hoffentlich anregende Diskussion. Danke. Ganz herzlichen Dank.
Wenn Sie können gleich kleine Nachfragen stellen, wenn Sie was nicht verstanden haben. Also so richtig in die Diskussion steigen wir natürlich später ein. Aber Herr Marchert steht zur Verfügung, wenn Sie etwas nachfragen wollen. Das scheint im Moment noch nicht so ganz der Fall zu sein. Ich schaue schon richtig, gell? Ich habe begriffen, Herr Marchert, dass das Neue weder Opportunismus noch Atavismus noch Utopismus sein darf. Aber was es jetzt so richtig sein soll, das habe ich noch nicht ganz so, also Sie haben es so angerissen, nicht? Also da ist irgendwie Syriza und Podemos, und, aber was es so richtig sein soll, vielleicht erklären Sie mir das mal. Wie soll das denn ausschauen, diese neuen Parteien da? Wieso fragen Sie das mich? Das ist, naja, im Kritisieren sind Sie gut, vielleicht haben Sie was. Das ist etwas, wie ich ja gesagt habe, das in der Politik selber experimentell ausgekundschaftet werden muss, wie die neue Politikform und auch die neue Organisationsform aussehen wird. Und ich habe eben Syriza und Podemos erwähnt, weil da, aber natürlich gilt es auch für die Rechte, also Donald Trump könnte jetzt auch als Beispiel gelten, ne? Neue Politikformen, wissen wir nicht genau, wie neu es ist, aber neue Politikformen auszukundschaften. Ist das Utopismus unverdächtig bei den beiden anderen Vokabeln? Ja, er ist sogar Opportunismus unverdächtig, würde ich sagen. Aber das Entscheidende ist, dass wenn man nach einer neuen Politik sucht, ja, und nach auch neuen programmatischen Inhalten, diese Inhalte nicht vom Himmel fallen werden, sondern aus der organisatorischen Praxis von politischen Organisationen heraus entwickelt werden müssen. Und wenn wir uns zum Beispiel Jeremy Corbyn ansehen, deswegen der Begriff des Atavismus und des Wiederkehrens einer Traditionslinken, dann sehen wir, dass eine Antwort auf die Krise die ist, dass die alten Rezepte wieder aufgewärmt werden und ein Programm, ein politisches Programm entsteht, das, von dem man denkt, dass es eigentlich aus der Zeit des Kalten Krieges stammt. Also zum Beispiel der Kampf gegen die nukleare Bewaffnung, das ist zwar, bin ich auch dagegen gegen nukleare Waffen, aber das wird uns nicht aus der Krise führen, das stammt aus der, in England aus der Zeit der Ostermärsche der 1950er Jahre, ja, dieser Kampf. Die Frage ist, was sind die Probleme, die uns heute, auf die wir heute eine Antwort finden müssen? Eines dieser Probleme habe ich benannt mit dem Begriff der Prekarisierungsgesellschaft, nämlich das Problem der zunehmenden Prekarisierung von uns allen. Im Kopf, weil ein neues Angst- und Unsicherheitsregime errichtet wurde, aber auch materiell, weil unsere Arbeitsverträge immer kürzer, immer flexibler, immer prekärer werden. Und aus dem heraus müssten sich politische Antworten finden, das müsste adressiert werden. Und um das dann erfolgreich auch politisch weiterzutragen, muss auf die eben Krise der Parteiendemokratie, wenn Sie so wollen, reagiert werden. Das heißt, es muss auch mit Organisationsformen experimentiert werden. Herzlichen Dank. Also mit diesen Organisationsformen experimentieren. Ich bin gespannt, was uns nachher Jasmin Siri dazu noch sagen wird, eine Soziologin, Parteienforscherin in gewisser Weise aus München auch. Sie hat sich auf einen längeren Input vorbereitet, aber ich will vorher noch ganz was anderes wissen. Ich habe nämlich noch eine weitere Gesprächspartnerin heute Abend hier, das wissen Sie, Melikiyak, und darf ich einfach zu Ihnen kommen und Ihnen ein Mikrofon geben? Melikiyak ist bekannt als politische Kommentatorin, als Schriftstellerin, Journalistin, und ich habe ein Buch von ihr gelesen und hat mir freundlicherweise die Böll-Stiftung gegeben. Also ich habe nur eins gelesen, ich gebe es zu, sie hat viele geschrieben. Es heißt, Herr Kiyak dachte, jetzt fängt der schönste Teil des Lebens an. Es geht ein wenig um Ihren Vater, vielleicht auch um einen anderen Vater, einen kurdischen Mann aus der Türkei, und naja, der hat wahrscheinlich auch was zu Parteien gesagt. Vielleicht hat er auch etwas gesagt, Frau Kiyak, über diese Organisationsform in Deutschland der Parteien. Sind die so schlecht oder was hat er gemeint? Kennen Sie Wetten, dass, wenn Thomas Gottschalk das Mikrofon so in den Saal reinbringt? Und dann hat mich gerade so ein bisschen dran erinnert. Ich dachte, wir machen jetzt Saalwette. Mein Vater hat kein Wahlrecht in Deutschland. Vielleicht ist das schon die aussagekräftigste Antwort auf Ihre Frage.
Hat er was gesagt über die Parteien in Deutschland? Ja, damit wollte ich das ein bisschen illustrieren, was Sie sagen. Es spielt keine Rolle, was er sagt oder nicht sagt. Wenn man in Deutschland gibt es ja diesen schönen Begriff für das Wahlrecht auch das Wort Stimmrecht. Und er hat kein Stimmrecht. Und deswegen spielt diese Stimme offenbar keine Rolle. Und insofern ist, ich kann Ihnen jetzt sagen, was er denkt oder so, aber es spielt halt im öffentlichen Diskurs keine Rolle, weil wenn jemand kein Wahlrecht hat und kein Stimmrecht, kann er sich dazu sozusagen nicht äußern. Und deswegen wird man nie rausfinden, was er über Parteiendemokratie sagt, weil wenn er nicht aufgefordert wird, zur Wahl zu gehen, kann er eben diese Antwort nicht geben. Und er gehört damit zu 4,5 Millionen Menschen in Deutschland, die statistisch betrachtet länger als 7 Jahre da sind. Im Schnitt sind sie, glaube ich, 16 Jahre in Deutschland, haben Steuern gezahlt und haben kein Wahlrecht. Das betrifft von 4,5 Millionen Menschen hätten die ungefähr die Hälfte ein sofortiges Wahlrecht, hätten sofort die Voraussetzung für die deutsche Staatsbürgerschaft, die sie aber nicht beantragen, aus verschiedenen Gründen, und die anderen 2,5 haben kein Anrecht auf die Staatsbürgerschaft. Das heißt, dass wir, wenn wir eben auch über prekarisierte Demokratiegesellschaften, Parteiengesellschaften sprechen, ist das so interessant, dass wir uns beklagen über jene, die ein Wahlrecht haben und das quasi nicht in Anspruch nehmen, und dass wir dabei die ganze große Gruppe von Millionen Menschen vergessen, die in diesem Land seit Jahrzehnten nicht wählen können. Und die Parteienlandschaft und vielleicht auch die politische Kultur und auch die Diskurskultur würde höchstwahrscheinlich anders aussehen, wenn diese Leute an diesem Meinungsbildungsprozess beteiligt wären. Und das erscheint mir ein sehr großes Defizit, über das wir immer nicht sprechen, wenn wir eigentlich über Demokratien und Parteien und so weiter reden, weshalb diese sehr große Gruppe auch immer dann vergessen wird. Also insofern die Antwort auf die Frage, es spielt keine Rolle, was ein Herr Kiak oder ein Herr, ich weiß nicht wer, denkt. Herzlichen Dank für diese Ermahnung auch mitzudenken. Ja. Ich bitte Sie, das nicht als Ermahnung zu sehen, ich sage das wertfrei. Also für mich ist es wichtig, ich bin nicht hier, um eine Meinung zu vertreten oder so, sondern ich bin als Journalistin nur da zu sagen, was ist, und das ist so. Und das kann man gut finden oder schlecht finden, aber ich glaube, das ist ein Teil, auch in der Diskussion immer stattfinden muss, um es einfach kompletter zu machen. Also es gibt nicht nur Leute, die sich an dem Meinungsbildungsprozess nicht beteiligen wollen, die es aber dürfen, und dann gibt es welche, die würden sich, glaube ich, und nach allen Analysen sehr gerne beteiligen und das nicht können. Und das ist sozusagen Gefälle, was man mitdiskutieren müsste. Herzlichen Dank. Das so als kleiner Zwischendurch-Einschub, um Sie schon mal bekannt zu machen mit unserem wunderbaren Gast. Aber eigentlich habe ich Ihnen ja gesagt, wird Yasmin Siri jetzt von der Ludwig-Maximilians-Universität München, also noch jemand aus Bayern tatsächlich. Bitte kommen Sie nach vorne, den können Sie ja auch machen, kommentieren oder erwidern, wie auch immer Sie das machen wollen. Sie können jedes beliebige Mikro nehmen und auf Herrn Marchert eingehen oder auch nicht. Das ist nicht ganz so wichtig. Sie können auch gerne was Eigenes hier noch zum Besten geben. Das ist eine interessante Vorstellung von einem Kommentar zu einem Vortrag. Also ich werde mich auf Oliver Marchert beziehen. Fällt mir auch gar nicht schwer. Ich bin so auch Soziologin, also wir sind also auch theoretisch recht nah aneinander, aber in der Tat, ich habe viel empirisch zu Parteien geforscht und will versuchen, so ein bisschen eine empirische Perspektive auf die theoretischen Ausführungen nochmal zu werfen. Ich war sehr dankbar dafür, dass der Vortrag formuliert hat, den komplexen Zusammenhang zwischen einerseits der kapitalistischen Wirkungslogik und Prekarisierung und andererseits eben diesem schon lange bestehenden Zusammenhang von diesem strukturellen Unbehagen an den Parteien. Und das ist in der Tat auch was ich rausgefunden habe in meinen Forschungen, dass die Parteienkrise in dem Moment als Semantik auftaucht, in dem Parteien entstehen. Also mit der Entstehung der deutschen Parteien gibt es die Kritik an den Parteien, gibt es das Unbehagen, gibt es die Kritik an der mangelnden Unmittelbarkeit der Demokratie, gibt es die Kritik, dass dort nur Lehrer und Beamte sich engagieren würden und gar nicht das Volk. Also all diese Kritiken sind alt, und trotzdem sehen wir aktuell oder vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren eben, dass es
doch noch eine andere Form von Unbehagen gibt, die eben mit diesem Begriff der Prekarisierungsgesellschaft, glaube ich, schon durchaus sehr gut getroffen ist, weil er eben deutlich macht, dass es sozusagen neben dem strukturellen Unbehagen, das sich ergibt aus einer modernen, aus differenzierten Gesellschaft, noch was anderes gibt. Und ich will jetzt einerseits noch mal ganz kurz eingehen auf die Funktion von Parteien und dann versuchen, anhand des Begriffs der Öffentlichkeit noch mal oder an dem Wandel von Öffentlichkeiten, was ein Beispiel ist eben für die These, die Oliver Marchert gerade gemacht hat, noch mal sozusagen dieses Angstthema zu illustrieren. Die Funktion von Parteien, soziologisch, kann man ja sehen als Auswahl, als eine Organisation, die Themen und Personal auswählt. Also es werden dort über Karrieren entschieden, es werden Menschen gesucht, die Lust haben, sich ihre Wochenenden ausschließlich in Parteigremien um die Ohren zu hauen und so weiter. Und insofern können sie natürlich nie das lösen, weil sie die Organisation ist ja eine Lösung dafür, dass wir eben nicht alle immer nur im Plenum sitzen können und alles entscheiden gemeinsam, weil es ja auch erstens unglaublich viel Zeit kostet, also es dauert unglaublich lange, basisdemokratisch Sachen abzustimmen. Jeder, der schon so Uni-Streiks oder so mitgemacht hat, weiß das. Also Basisdemokratie dauert sehr lange und hält auch nicht sehr lange. Also die Entscheidungen können sich immer wieder schnell ändern. Und deshalb ist man auf Organisation gekommen. In der Parteienkritik sagt man oft, ja gut, diese Parteien sind alt und das funktioniert alles nicht. Für die Funktion dieser Organisation hat man noch nicht wirklich ein Äquivalent gefunden. Also eine Protestbewegung, die direkt demokratisch sich organisiert, kann eben nicht das Gleiche tun, was eine Organisation tut. Das mal zum einen. Also insofern auch mal für mich schon mal die noch nicht gestellte Frage beantwortet, brauchen wir Parteien? Also ich denke sozusagen, man braucht auf jeden Fall diese Organisation von Politik und die Organisation demokratischer Wahlen und da kommt man um so eine beständige Organisation kaum herum. Auf der anderen Seite, und das wurde jetzt schon mehrfach erwähnt, sind in diesen Parteien vor allem Personen aus der Mittelschicht, sagen wir mal, aus den Mittelschichten organisiert und es werden immer weniger. Wir haben es schon, also ich wiederhole jetzt nicht, was Oliver Marchert alles gesagt hat, also Individualisierung ist ein Stichwort, ein anderes Stichwort ist Lifestyle-Zentrierung, auch die mangelnde Bereitschaft, sich eben sozusagen diesem harten Bretterbohren, wie Max Weber es gesagt hat, zu widmen sein Leben lang und so lange zu warten, bis man einen Erfolg hat. Ja, man hat auch oft Misserfolge und das ist sozusagen nicht unbedingt das, was auch eine kapitalistische Wirkungslogik uns verspricht, von einem guten Leben. Ja, es geht da nicht nur um Widerständigkeit, sondern auch aus so einer neoliberalen Perspektive ist es ja nicht plausibel, so sein Leben zu führen. Und zugleich haben wir die Abnahme von gesellschaftlichen Konfliktlinien im Sinne von, dass es nicht mehr so ist, dass die eine Person sich als Arbeiter bezeichnet oder als Arbeiterin und dann eine Partei wählt und wir dann auf der anderen Seite die Person haben, die irgendwie einen Bauernhof hat in Bayern, in Dingolfing oder so und dann eben die CSU wählt. Auch das ist nicht mehr der Fall. Und ich denke schon, dass das dazu aufruft, neue Aktionsformen oder Experimente mit der Parteiform zu wagen. Und das sieht man auch an einigen europäischen Parteien, dass sie ja zum Beispiel so in der Sozialdemokratie gibt es jetzt neue Nachbarschaftsprojekte. Also beispielsweise in Wien wird es jetzt so Personen geben, die für ein Stadtviertel als Ansprechpartnerin da sind. Das ist eine der Reaktionen der SPÖ auf den starken Zuwachs der FPÖ. Es gibt Versuche mit Basisdemokratie, auch das ist, glaube ich, ganz interessant und trotzdem bleibt dabei, dass diese 8% aus der FES-Studie, die ja auch erwähnt wurden, also das sogenannte abgehängte, problematischer Begriff, Prekariat, nicht unbedingt davon erreicht ist und da müssen sich, denke ich, schon Organisationen, die ja für alle sprechen wollen, die Aufgabe von Parteien ist ja, für alle zu sprechen,
ja, oder für zumindest diejenigen, die eine gewisse Ideologie mitverfolgen, da ist es ein Riesenproblem, wenn so viele draußen bleiben. Also ein legitimatorisches, aber auch für die Selbstbeschreibung. Also wir reden immer soziologisch von der Selbstbeschreibung von Organisationen, und wenn ich mich jetzt eben definiere als eine sozialdemokratische oder linke Organisation, ist es natürlich schlimm, wenn alle Arbeiter und Prekären mit mir nicht mehr reden wollen, weil sie irgendwie sich von mir nicht mehr vertreten fühlen. Also das ist soweit aus der organisationssoziologischen Perspektive. Krisendiskurs über Parteien, also nichts Neues, und zugleich, wir haben es gehört, eine neue Unsicherheit. Ich spreche auch immer gerne von Angstpolitiken, die wir beobachten können in der deutschen Rechten, ob man sie nun neu nennt oder nicht, beispielsweise, aber sicher auch in den Volksparteien, wenn es jetzt geht um die Frage der Flüchtlingspolitik, da sehen wir ganz stark, dass Unsicherheit und Angst das große Thema ist, um das dann sich das Wording dreht. Was mir dabei wichtig ist, ist, dass es hier auch, also dass diese Veränderungen, die da statthaben, auch zu tun haben mit der Ausbildung von neuen Öffentlichkeiten. Internet ist da ein Stichwort. Wir sehen jetzt viel deutlicher als vielleicht noch vor 30 Jahren, dass es nicht eine Öffentlichkeit gibt, die da irgendwo ist, an der wir alle teilnehmen, sondern dass wir sehen deutlich, dass es ganz viele unterschiedliche Öffentlichkeiten gibt. Echokammer ist da das Stichwort aus der Medientheorie. Also jeder sieht sozusagen seine Blase und seine Leute um einen rum, vielleicht noch die, die man ganz schlecht findet oder ganz doof in dem Kontext, aber es gibt nicht irgendwie eine repräsentative Öffentlichkeit, in der was diskutiert wird. Die gab es, glaube ich, auch vor 50 Jahren nicht, aber man hat sich zumindest eingebildet, dass die Öffentlichkeit des literarischen Quartetts und der Presse, wie hieß das Presse am Sonntagmorgen, der Presseclub, dass das sozusagen die Öffentlichkeit ist, in der was entschieden wird, und dann noch 2-3 Kontexte in Bonn, vor allem besetzt von weißen Männern. Ja? Also man konnte sich relativ sicher sein, das ist die Öffentlichkeit, und das zerbricht jetzt, und zwar dadurch, dass jetzt irgendwie wirklich weite Teile der Gesellschaft Social Media nutzen, auch die Älteren, nicht mehr nur irgendwie die Nerds, und man da eben sieht, dass es irgendwie eine Freital-Gruppe gibt, die mehr Fans hat als die CDU, und dass es irgendwie eine Pegida gibt, die sich darüber organisiert hat. Also Pegida ist nicht ganz, also es ist natürlich denkbar als eine Widerstandsbewegung, ohne das Netz, aber man hätte sich nicht so schnell und so effizient organisieren können. Und in dem Kontext spielt dann auch eine Rolle, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein, vielleicht kommen wir da in der Diskussion noch drauf, das würde mich auch interessieren, was Oliver Marcher dazu sagt, also sozusagen die Reaktualisierung von offenem Hass im Politischen, ist das was Neues, also es wird ja immer so sozusagen, es wird immer so verkauft als was Neues, oder bricht sich da eben auch eine Unsicherheit Bahn, über die hier auch schon eben im Vortrag eben gesprochen wurde. In diesen pluralisierten Öffentlichkeiten, also diesen ausdifferenzierten Öffentlichkeiten im Plural, in denen jeder sozusagen nur in seiner Blase lebt, wird es offenbar schwieriger, sich zu verständigen und auch schwieriger, sich als ein Volk zu begreifen. Und genau da setzen dann eben Gruppen an, die diese Unsicherheit, sowohl die Unsicherheit, die sich ergibt aus einem Medienwandel, aber auch die Unsicherheit struktureller Art, aber auch die Unsicherheit aus einer Prekarisierungserfahrung heraus, das sozusagen lösen über einfache Antworten. Sei es, dass Flüchtlinge schuld sind, sei es, dass Feministinnen schuld sind, wenn man sich an diesen Anti-Gender-Diskurs, wenn der einigen hier bekannt ist vielleicht, oder sei es, dass man eine einfache Lösung auch weiß, vielleicht man müsste jetzt nur die Wirtschaftsform so und so ändern. Also sozusagen die Komplexität der Gesellschaft, die nicht auflösbar ist, fordert immer dazu auf, dass es Gruppen gibt, die, die einfache Antworten haben, und das ist ganz schwierig für die, sagen wir mal, seriösen politischen Akteure damit umzugehen, weil sie werden nie so einfache Antworten geben können. Also man kann nicht konkurrieren gegen einen Ausländer raus mit, jetzt reden wir mal über Migration und über und dröseln das mal auf. Das ist nicht das Anliegen, das die Person hat, die Ausländer rausruft, weil es geht da auch um affektive Anliegen, die man eher psychoanalytisch begreifen müsste. Und ich glaube sozusagen, dass das ein Link sein kann, psychoanalytisch, sozialpsychologisch sich anzugucken, was die Ursache, also wie diese Prekarisierungsangst wirkt. Politisch kann man natürlich sagen, wir müssen die Ursachen für Prekarisierung abstellen und haben dann sozusagen wieder mehr Demokratie
Freunde, Freundinnen. Aber sozusagen, ich glaube, um es zu verstehen, und wissenschaftlich geht es uns ja immer vor allem darum, das anzugucken und weniger um die Lösungen. Also das ist ja nicht unbedingt unsere Aufgabe. Also ich glaube, dass da sozusagen so eine, ja, also die Politiken der Angst zu verstehen, dafür eben auch vielleicht mehr nötig ist als jetzt eine organisationssoziologische Frage. Und deshalb habe ich jetzt einfach beides mal kurz angesprochen. Die Organisation auf der einen Seite, wo ich sage, das braucht man und man wird immer diese Funktion, also diese Sachen, die die Organisation leistet, wird man immer brauchen. Und auf der anderen Seite eben genau, dass das Thema eben wichtig ist und dass sich eben, und man kann ja sagen, Pegida ist so eine neue Aktionsform, so eine Lösung dafür oder bietet das an, was andere politische Akteure nicht mehr anbieten. Ne, also man muss nicht nur Syriza und Podemos nehmen, man könnte eben auch die Pegida nehmen, man könnte vielleicht sogar die Mobs in Freital zumindest als Manifestation dieser Problematik sich angucken. Und ich glaube, jetzt habe ich sicher 10 Minuten geredet, weil das war meine Aufgabe und bin jetzt mal still. Herzlichen Dank. Ja, das fand ich noch sehr erfrischend, dass Sie Pegida mal in einen solchen Zusammenhang auch gestellt haben, als eine mögliche neue Organisationsform vielleicht sogar für das, was das herkömmliche Parteiensystem nicht abdeckt. Und dass es eben möglicherweise nicht nur Syriza und Podemos als solche Antworten gibt. Es ist ja nicht etwas Unpolitisches, was sich mit Pegida da nun auftut oder mit solchen Kristallisationsformen von politischem Willen, sondern es ist etwas dezidiert Politisches. Nur passt es uns halt nicht in unser Demokratie-Werteverständnis, indem wir lieber neue Parteimitglieder, die durch eine Schule gehen und dann Abgeordnete werden, sähen. Passt das aber tatsächlich schon in eine neue, echte Organisationsform? Kann man das schon eine Organisationsform nennen? Ist das nicht doch noch etwas sehr Fluides? Wer von Ihnen antworten will, antwortet. Das ist auf jeden Fall fluide, aber was dort passiert ist, dass sich Leute engagieren, die vorher sich nicht engagiert haben. Und das ist ja immer das Ziel für alle hier, die so, es sind ja einige Parteimenschen da, also man will ja immer so an die sich noch nicht engagieren. Und ich glaube auch, wenn man, also natürlich kann man zu Pegida ganz viel sagen und ich selber bin auch eher auf der Seite des politischen Spektrums, die das hochbedenklich findet, aber interessant ist, dass hier durch Einsatz neuer Medien Menschen sichtbar werden, die für das, sagen wir mal, Establishment, dazu gehöre ich, dazu gehört er, sie auch, vorher nicht so sichtbar waren und die dort auch Anliegen, mögen sie mir gefallen oder nicht, aussprechen, die in der Demokratie eigentlich relevant sein sollten. Ja, also, und da kann man dann überlegen, ob solche Shaming Cultures, wie wir sie oft sehen in der Linken, ob die dann so sinnvoll sind, um das Problem zu bearbeiten. Wenn es bei diesen, sagen wir mal, auch affektiven, auch bei Mobs darum geht, Erfahrungen von Unsicherheit und Angst zu artikulieren, dann ist die Frage, ob mit Shaming zu antworten die Lösung dafür ist. Und wenn Leute dort Prekarisierungs- und Marginalisierungserfahrungen thematisieren, ist es die Frage, ob es sinnvoll ist, nur zu sagen, das sind jetzt die neuen Nazis und wir müssen sie einfach umhauen, sagen wir mal, auch diskursiv umhauen. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob es so ist, aber es ist also theoretisch ist es nicht ganz plausibel, sozusagen nur mit Scham Ansprüchen zu antworten. Und so, dass sich das Ganze verfestigen kann. Und wie das ist dann wieder die empirische Frage. Ja, das ist auch eine Frage von Tagespolitik, was aktuell passiert. Also natürlich, die AfD ist jetzt teilweise bei 15%. Das hängt extrem zusammen mit der Flüchtlingspolitik. Es hängt aber auch damit zusammen, dass sozusagen ein Antagonismus aufgemacht wurde, zwischen denen wir schaffen, dass Menschen, vor allem etablierte, gut situierte Leute, es sind ja nicht nur diejenigen, die sozusagen Migrations-, also auch die, die vielleicht nicht weniger zu verlieren haben in Interessenskämpfen, die es ja auch gibt. Und auf der anderen Seite eben denjenigen, die dann sozusagen im rechten Spektrum sofort angesiedelt werden. Und da wird übersehen, dass es eben schon auch noch sowas gibt wie Interessensfragen und Verteilungskämpfe, die real sind, die natürlich mich als Wissenschaftlerin an der LMU wohnhaft in Schwabing viel weniger betreffen als Personen, die vielleicht um Sozialwohnungen konkurrieren. Und da, und das vielleicht sozusagen an die Adresse der Parteien, ist die Auseinandersetzung, glaube ich, schon relevant, dass man sie führt und nicht nur eben den Parteien wie der AfD oder den Gruppen überlässt. Kurzer Nachsatz von Ihnen, dann komme ich auf Melikiak wieder zurück. Genau deshalb
würde ich eben auch sagen, ist es an? Versteht man? Ja, okay. Würde ich auch sagen, dass gerade weil gutes Zureden, Shaming Culture oder was auch immer, nicht wirklich wirken wird bei den Betroffenen, ist es eben notwendig, eine andere Politik zu entwickeln, die eben nicht ausschließlich auf dieser Ebene, nicht ausschließlich auf dieser Ebene der politischen Auseinandersetzung über die Medien beispielsweise funktioniert, sondern wenn es tatsächlich der Fall ist, dass diese Unruhe oder Angst, soziale Angst, hervorgebracht wurde durch ein langjähriges Regime der Entsicherung. Wenn tatsächlich Leute konkurrieren, dann konkurrieren sie natürlich nicht naturgemäß um Sozialwohnungen, sondern weil sie in diese Konkurrenz getrieben werden. Das heißt, dahinter stehen ja Entscheidungen, politische Entscheidungen, die bestimmte soziale Sicherungen, die vorher da waren, abgebaut haben. Und wenn also die Angst bekämpft werden muss, dann müssen müssen andere Entscheidungen fallen. Dann müssen manche Entscheidungen wahrscheinlich revidiert werden und andere gefunden werden. Das heißt, es muss eben auch strukturell angesetzt werden. Und der Nachsatz zum Nachsatz ist auf Ihre Zwischendiskussion über das Wahlrecht. Ich möchte nur einen historischen Hinweis geben, wie absurd die Tatsache ist, dass Leute, die nicht Deutsche sind, vom Wahlrecht hier ausgeschlossen sind, durch einen historischen Hinweis. Das Ausländerwahlrecht stand in der Verfassung von 1793, der Französischen Revolution, die Demokratische Revolution war. 1793, nicht 1993, ist in Frankreich, auch wenn diese Verfassung aufgrund der Entwicklung der weiteren Ereignisse dann nicht in Kraft getreten ist, das Wahlrecht für alle, die in Frankreich ansässig sind, mehr als ein Jahr garantiert worden, egal ob sie Franzosen sind oder nicht. Das heißt, wir sind noch nicht mal am Stand von 1793, das wollte ich nur anfügen. Herzlichen Dank. Jetzt darf ich Sie, Frau Kiak, bitten, doch nach vorne zu kommen, damit wir Sie wirklich bei uns... Nein, bleiben Sie ruhig sitzen. Wir rahmen die beiden Wissenschaftler einfach ein, Frau Kiak und ich. Und ich würde ganz gerne... Ich gebe Ihnen noch ein Glas. Sie haben auch ein Mikro. Sie kriegen einfach das von Herrn Marchert. Der bekommt ein anderes. Und Norman wird es schon zurechtfummeln. Frau Kiak, Frau Siri meinte eben, ja, Pegida wäre ja eine solche eine neue Organisationsform, offenkundig, nicht nur Syriza-Podemos oder sowas, und hat sich dann auch darüber verbreitet, wie mittlerweile Beteiligung im Internet auf eine andere Art und Weise zustande kommt. Mich hat das gleich erinnert, als Sie vorher kamen, haben wir kurz darüber gesprochen, dass Sie eine ganz andere Form von politischer Beteiligung auf eine ungewohnte Art und Weise eben in den Medien wahrnehmen. Vielleicht erzählen Sie uns das kurz. Ja, ich komme ja aus einem ganz anderen Gebiet sozusagen, aus den Medien als Vertreterin der Medien. Und da nehme ich natürlich auch wahr, dass man sich zunehmend beklagt darüber, dass die Wählerbeteiligung so gering ist bei den Wahlen und dass gleichzeitig auch die Leute nicht mehr so Lust haben, in Parteien teilzunehmen. Und gleichzeitig sehen wir natürlich als Medienvertreter eine total gegenläufige Bewegung, dass Leute nicht so sehr lieben, wie ihre politische Meinung abzugeben und das Internet voll sabbeln, voll kaputt klicken und der Wählerwille sich dort jeden Tag sozusagen 10.000-fach manifestiert. Und so stellt sich natürlich die Frage für jeden Bürger in diesem Land, der wahrgenommen werden möchte und der sich an einer Stimmung beteiligen möchte oder der einfach an einem Diskurs teilnehmen möchte, warum er eigentlich noch in irgendeinen Arbeitskreis, irgendeiner Partei gehen muss, so wie Sie das vorhin gesagt haben, abends rumsitzen, wenn er doch eine ganz andere Macht hat, wahrgenommen zu werden. Also wenn wir jetzt erstmal sprechen, nur davon, von diesem Bedürfnis wahrgenommen zu werden, wenn er ja unter jedem Artikel schreiben kann, was er möchte. Und tatsächlich bemerken wir in der Berichterstattung auch, dass diejenigen Artikel am häufigsten angeklickt werden, die sich tatsächlich mit Parteiendemokratie befassen. Also wenn Sie sich anschauen, was bei den seriösen überregionalen Medien gelesen wird, dann sind das eben nicht die Boulevardmeldungen, sondern dann sind das genau kleinste Regungen in der Partei, die sofort geklickt, kommentiert, geteilt werden und so weiter. Unser Eindruck ist auch, dass die Leute sehr genau beobachten, was in den Parteien passiert, denn sobald uns ein kleiner Fehler unterläuft, kommen sofort Dutzend, Hunderttausendfach, ihr habt das falsch, lest doch mal die Parteiprogramme, da steht da ganz anders drin und so weiter. Also haben wir Sie den Eindruck, Frau Kiak, haben Sie den Eindruck, dass das Partei
Mitglieder sind, die dann immer das nachgucken, oder sind das andere? Das kann man nicht, das wissen wir natürlich nicht, aber wir sehen einfach, dass die Leute sehr, sehr, sehr rege politisch interessiert sind. Und es sind immer jene Artikel, die am meisten kommentiert werden, die politisch sind. Und ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass wir eine Entwicklung haben in den letzten 10 Jahren, dass es viel mehr jetzt auch von Seiten der Medien, das Format der politischen Kommentatoren gibt. Also als ich anfing, gab es pro Zeitung vielleicht einen politischen Kolumnisten. Heute haben wir in jeder Zeitung pro Tag einen anderen politischen Kolumnisten. Die Kolumnisten sind mit Namen bekannt. Das kann sehr positiv Sie sein. Sie sind unter anderem das bekannt von Maxim Gorki Theater, von Zeit Online und so weiter. Das kann auch sehr negativ sein. Man ist bekannt, man steht da und die Leute, das finde ich auch sehr interessant, also ich schreibe seit 8 Jahren ununterbrochen politische Kolumnen, jede Woche. Ich werde mittlerweile auch wie ein Politiker wahrgenommen. Die Leute haben früher geschrieben, hören Sie auf zu schreiben, jetzt kriege ich Briefe, da steht, bitte geben Sie Ihr Mandat bis zum 25. des nächsten Monats ab oder treten Sie zurück. Also die Leute fangen auch an zu verwechseln zwischen Parteien und Medien sozusagen und zwischen Politikern und Journalisten. Also ich merke das auch, dass Zuschriften häufig beginnen mit den Worten, hiermit fordere ich Sie auf, Partei zu ergreifen für dies und das. Und man denkt, geben Sie jetzt, Ich bin ja nicht der Politiker, der ihre Stimme vertreten muss. Also ich bin die falsche Adresse, ihre Partei oder eine Partei wäre die Adresse. Also um es kurz zu fassen, ja, die Leute interessieren sich vielleicht weniger für den Vorgang des in eine Partei eintreten und dort etwas bewegen oder sich an einer Bundestagswahl oder an einer Kommunalwahl oder an einer Landtagswahl zu beteiligen, aber gleichzeitig haben die Leute ein enormes Interesse daran, wahrgenommen zu werden und sich an den und zu diskutieren. Und wir sehen das auch an der Art der Diskussionskultur. Es hat sich im Laufe der Jahre auch eine besondere Art der politischen Diskussionskultur unter politischer Berichterstattung, also dieses Rede, Gegenrede, Antwort, das hat fast etwas Parlamentarisches, würde ich sagen. Also man kennt das eigentlich aus der parlamentarischen Diskussionskultur, die, ob gewollt, bewusst oder unbewusst, übernommen wird in den eigenen Rededuktus eines Leserkommentars, Kommentatoren. Und das ist vielleicht, um das Bild zu komplettieren, finde ich es unglaublich interessant, die Frage zu stellen, wozu brauche ich eigentlich noch eine Partei, wenn ich meine Interessensvertretung auf Facebook gründen kann oder auch in einer Zeitung ständig wiedergeben kann, was ich denke. Und der dritte und letzte Punkt ist, wir sehen auch, dass das, was wir machen, von den Parteien wahrgenommen wird. Also wenn ich heute einen Artikel schreibe über Innenminister de Maizière, dauert das keine 2 Stunden, dann ruft das Innenministerium mich an oder schreibt und diskutiert mit mir darüber. Das kann man natürlich indirekt als Beeinflussung vielleicht nehmen oder als den Versuch, sich irgendwie was gerade zu rücken und so weiter. Aber es zeigt doch vor allem auch, dass auf der anderen Seite, also auf Seiten der Politik, der Parteien, der Ministerien und so weiter, der Administration, die auch sehr genau gucken, was wird geschrieben, wie wird kommentiert und die nehmen sehr genau wahr, was wird ständig kommentiert. Also die lesen ein Stück an den Kommentaren, den Wählerwillen ab und manchmal wie von Zauberhand ist etwas, was eben noch Diskussion in einer Zeitung war, was Diskussion in einem Leserforum war, am übernächsten Tag hört man irgendeinen Politiker, der etwas fast wortgleich übernimmt und man weiß schon gar nicht mehr, wo hat das eigentlich angefangen? Wer zitiert hier eigentlich wen? Der Politiker den Journalisten oder der Politiker den Leserkommentar oder der Leserkommentar eigentlich den Politiker oder den Journalist. Also man verliert manchmal total den Überblick, wenn man gerade so Analysen schreiben möchte und beschreiben möchte, wie etwas angefangen hat, fängt man an, dieser Spur zu folgen. Wer hat wann, was, wo geschrieben und erzählt? Mhm. Also der Qualität wovon bitte? Die ist sehr unterschiedlich. Das ist sehr unterschiedlich von Medium zu Medium, von Artikel zu Artikel. Man kann in der Regel sagen, dass Meldungen anders kommentiert werden als politische Meinungen. Das ist immer so. Also auch je nachdem, wie der Duktus eines Textes ist, wird er auch in dem gleichen Duktus oft beantwortet. Ich stimme dem nicht zu, dass man sagen kann, dass jeder, der sich im Internet beteiligt, sich dort erstmal beteiligt, um zu pöbeln oder so, ganz und gar nicht. Das sehen Sie auch daran, dass zum Beispiel wir bei Zeit Online haben eine ganze Redaktion, die mit nichts anderem beschäftigt ist, als diese Gespräche zu moderieren. Und ich würde sagen, dass das Niveau sehr hoch ist dort. Und die Leute wurden auch über die Jahre diszipliniert. Also ich möchte darauf aufmerksam machen, je nach Medium unterschiedlich, wenn Sie pöbeln wollen, gibt es in diesem Land immer noch genug Medien, wo die Kommentarbereich, also die Toleranzgrenze enorm groß ist. Aber das ist sie übrigens auch in Parteien. Also auch dort herrscht, ist das Niveau sehr unterschiedlich in der Diskussionskultur. Herzlichen Dank, Frau Siri. Ich habe gesehen, Sie haben immer wieder genickt. Warum? Ist das tatsächlich
eine Chance für die Parteien, schlauer zu werden? Also Parteien in der Demokratie sind ja unglaublich darauf angewiesen, ins Gespräch zu kommen mit den Bürgerinnen. Naja, die Frage ist und, ja, ob sie sich dadurch auch selber verändern oder ob sie nur einen neuen Gesprächskanal sozusagen haben. Also ich glaube erstmal, sie nutzen jeden Gesprächskanal und ich denke schon auch, also ich bin so ein bisschen nachdenklich geworden bei dem, was Melikiak gesagt hat, also weil mein Ideal natürlich schon ist, dass Leute sich engagieren für Zwecke und dann Entscheidungen treffen wollen und dann wohin gehen. Und natürlich ist es ein anderes Engagement, wenn ich mich nur als, sage ich mal, Publizistin im Netz zum Beispiel verstehe und eben kommentiere und Meinungen sage. Und ich glaube auch, dass es Einfluss hat. Also auch wenn ich auf Twitter erfolgreich bin, kann ich gut an Journalisten, Journalistinnen, Politiker, Politikerinnen rankommen und Themen sozusagen nach vorne bringen. Entscheidungen werden dann aber immer noch von einem sehr kleinen Kreis gefällt. Und wenn man also jetzt sagt, Parteien haben die Funktion, Themen und Personal auszuwählen, politische Entscheidungen vorzubereiten, dann bleiben diese Leute sozusagen alle draußen. Naja, die Leute, die sozusagen sich alleine im Netz zum Beispiel, also die stark sich beteiligen an Diskussionen, das kann auch sozusagen außerhalb des Virtual Space sein, also Leute, die sozusagen sich an Diskussionen beteiligen, aber nicht für Ämter kandidieren, für öffentliche, die das sich auch gar nicht vorstellen können, die das sozusagen, für die das nicht plausibel ist, das zu tun, und die bleiben sozusagen, die werden halt nie Entscheider, ja, Entscheiderin. Das ist sozusagen die Sorge, die ich habe, oder was mir dann einfällt, dass wir dann vielleicht aus dem Weg sind in so eine Expertendemokratie, in der man sozusagen versucht, ganz genau zu messen oder rauszufinden, was bewegt die Menschen, aber gar nicht mehr damit rechnet, dass man sie aktivieren kann, auch was zu tun, sozusagen. Das kann schon sein. Also ich habe eben gerade darüber nachgedacht, ob wir vielleicht auf dem Weg dahin sind. Ja, ich möchte gar nicht widersprechen, sondern nur ergänzend dazu sagen, damit das vielleicht hilft, um das besser zu verstehen. Früher war das so, Leute sind auf die Straße gegangen und haben demonstriert und dann wurde gesagt, also Politiker, seht mal, da ist eine Interessensgruppe, das gehört zur Demokratiekultur dazu, das ist der Wählerwille, das steht auf den Plakaten und wir erwarten jetzt, wenn die Leute auf der Demonstration sind, dass jetzt das und das gemacht wird, also Steuern 0% und Rente ab 15. So, und dann wird das diskutiert, dann schaut man sich das an vom Fenster, vom Ministerium, guck mal hier 20.000 auf der Straße, ich glaube, wir müssen was tun. So war früher der Weg. Und das brauchen sie heute natürlich nicht mehr. Weil natürlich haben jedes Ministerium, jede politische Abteilung in diesem Land, hat auch Leute, die den ganzen Tag nichts anderes tun. Und das sind häufig die Presseabteilung eines jeden Ministeriums, eines jeden politischen Amtes, die den ganzen Tag auch nichts anderes machen, als in diesen Foren hin und her zu klicken und zu gucken und sich dort eine Art Stimmung abzugreifen. Ich sage nicht, das dürfen Sie immer nicht, mir ist es egal, wie es ist. Ne? Also ich sage immer nur, was ich beobachte. Ich sage auch nicht, das ist gut oder richtig, aber es ist ein Teil der Diskussion, der politischen Diskussionskultur geworden. So wie es auch ein Teil der politischen Diskussionskultur geworden ist, dass sogenannte Experten, wenn sie dreimal bei Anne Will und zweimal bei Hart aber fair waren, sofort eingeladen werden von irgendeinem Politiker zu irgendeinem Abendessen unter Experten und der darf dann einen Vortrag halten. Ich weiß wirklich, wovon ich rede, ich kriege jede Woche diese Einladung. Und dann sagt man halt, was man denkt zum Thema Kulturpolitik, Wohnungsbaupolitik, Gesundheitspolitik, je nachdem, als was sie als Experte saßen. Oft reicht es auch schon, wenn sie Islamkritiker sind, dreimal Islamkritiker, sitzen sie bei irgendeinem Integrationsdingsbums da und können dann einen Vortrag halten. Und dann sagt er, wir danken Ihnen für Ihre Impulse und schwupps, zwei Tage später sitzt der Politiker, der sich diesen Vortrag eben angehört hat, bei einem Abendessen, von der Person, auf die er aufmerksam wurde, weil sein Pressemann den bei Hart aber fair gesehen hat und quatscht schon das Gleiche nach und dann hat der schon einen anderen Kollegen und dann sind schon zwei Politiker und dann taucht es in irgendeinem Papier auf zum Thema Flüchtlingspolitik. Also die Chance haben Sie jetzt auch, ne? Wenn Sie was sagen, möglicherweise trägt Melikiak das weiter oder Herr Marchert oder okay. Sie machen es nicht, okay. Also Sie haben die Möglichkeit, Sie können sich beteiligen. Wir haben zwei Mikrofone im Raum und da vorne meldet sich gerade jemand und das Mikrofon wandert. Anne Ulrich bringt es da vorne hin, in die Mitte. Ah, ich habe jemand anders gemeint, aber das ist dann, er ist zuerst und dann kommen Sie als Zweiter. Ich bin Leo König, jetzt 11. Klasse und bin auf dem Gymnasium in der Schule und deswegen ist meine Meinung wahrscheinlich auch sehr stark subjektiv, aber besonders ich habe halt gemerkt, also ich bin Leistungskurs,
Politikwissenschaften, falls euch das was sagt. Auf jeden Fall, dort habe ich eine starke, sehr starke politische Bewegung sozusagen in unserer Altersgruppe sozusagen festgestellt. Und gerade diese Meinung, dass sozusagen viel mehr über das Internet passiert und über die sozialen Medien und so, unterstützt ja eigentlich auch die Meinung, dass sozusagen gerade die junge Gesellschaft, Bevölkerung aktiver wird. Und ich meine, für uns junge Leute ist dieses Internet wie für die Fische das Wasser. Wir fühlen uns da einfach wohl. Und dementsprechend würde ich eher fragen, ob es so ist, vielleicht auch, dass die mit, also dass sozusagen diese die wenigere Beteiligung der Bevölkerung davon hegt, dass es sozusagen immer mehr ältere Leute gibt und immer weniger junge Leute, dass es vielleicht einfach auch damit zusammenhängt, nicht nur, dass die Leute weniger Interesse haben, sondern dass es mehr Leute gibt, sozusagen, die nun ja in dem Alter sind, dass sie wirklich nicht mehr interessiert, sage ich jetzt mal über 65, und dass es vielleicht einfach noch so kommt, dass die junge Generation, die jetzt noch nicht wählen kann, also mit 15 kann ich noch nicht wählen, dass die vielleicht noch kommt und dass es sozusagen nur eine Art Tiefpunkt ist und es in 5 Jahren schon wieder ganz anders aussehen kann, dass wir, die jetzt jung sind, sozusagen dann in dem Alter sind, wo sie wählen können und wie gesagt, es dann schon wieder total anders aussieht. Herzlichen Dank. Ich bin bereit, auch Wortmeldungen von über 65-Jährigen entgegenzunehmen, aber jetzt kommt der Herr im blauen Hemd vorne zuerst. Ja, mein Name ist Clemens Grisop, ich komme aus Berlin und bin Lehrer. Und mir kommen 2 Aspekte bei Ihren empirischen und theoretischen Untersuchungen zu kurz. Erster Aspekt ist folgender. Sie sprechen von Pegida und auch, es wurde gesagt, da werden Plakate hochgehalten, aber man muss auch ganz klar sehen, dass Pegida die Kräfte, einerseits gibt es Mitläufer und andererseits gibt es Leute, die richtige Rechtsextreme sind, Nazis, und wir haben eine Situation wie 1923. Wir haben diesen Mob, der das anführt, also das sind richtige Nazis, die das im Grunde genommen initiieren, und wir haben die Mitläufer wie Ende 1923. Und gegen diese führenden Köpfe, die Mord und Totschlag predigen, wird nichts gemacht von diesem Staat. Also dort in Dresden und so weiter müsste längst die Staatsanwaltschaft aktiv sein. Die Rechtsanwälte und der Rechtsstaat müsste Flagge zeigen. Also ich habe früher auch Demos organisiert, zum Beispiel gegen Pershings oder so. Wenn wir da Einspruch gegen die USA abgelassen haben, dann, auch wenn ich es gar nicht angezettelt habe mit meinem Mikro, dann wurden wir gleich eingesackt von der Polizei. Wir wurden irgendwo in die Walachei gefahren, da ausgesetzt, haben uns umgeguckt, sind zurückgelaufen. Okay, aber wir sind zumindest dort zur Rechenschaft gezogen worden. Hier passiert gar nichts. Zweiter Aspekt, was nach meiner Einschätzung kurz, auch zu... Also ja, kein jetzt zu langes Referat. Ja, hier, Sie sagen, dass hier... Ja, jetzt haben Sie mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Hier, jetzt ist der Punkt entfallen. Ich komme gleich nochmal auf. Sorry. Entschuldigung. Hattest du noch eine andere Wortmeldung? Zweite Reihe, der Herr, der sich gemeldet hat, als ich sagte, dass ich Wortmeldungen über 65 auch entgegennehme. Wollen und dann Name, ganz hinten. 74 Jahre alt und ich kann dem jungen Freund hier versichern, dass unsere Generation durchaus noch mitmacht. Ja, geht das so besser? Einfach eine kurze Bemerkung. Wir reden also heute über die Parteiendemokratie, aber zum Beispiel in der Landesverfassung von Berlin steht ja auch der Satz, dass Bürgerentscheidungen, Volksentscheide ebenfalls gesetzgebend sein können. Und wir haben ein Beispiel, das war die Entscheidung über das Offenlegungsgesetz, was der Berliner Wassertisch, eine Bürgerinitiative, eingebracht hat. Also wie sehen Sie das Verhältnis zwischen diesen anderen Aspekt der Demokratie, die eben partizipativ sein kann? Mhm. Jetzt in der vorletzten Reihe oben der Herr. Und übrigens, wenn sich Frauen melden, kommen die sofort dran, sage ich nur mal so. Vielen Dank, mein Name ist Sueb Kaderi. Meine Frage bezieht sich auf den Begriff der Expertendemokratie, den Sie ja eben diskutiert haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Der wurde ja etwas
der wurde ja etwas negativ gesehen im Grunde, also dieses Phänomen, ich habe jetzt die Namen, ihre Namen vergessen, also ich habe jetzt ihre Namen nicht parat. Aber das ist Nelly Kiak, das ist Oliver Marchardt. Frau Kiak hatte das etwas negativ gesehen, das im Grunde vermeintliche... Entschuldigung, dass ich Sie korrigiere. Nicht ich habe das, sondern das war meine Kollegin, die hat Jasmin von der Experten Siri. Na, ist mein Punkt ist folgender, also das Phänomen, dass im Grunde vermeintliche Experten auf den politischen Meinungsaustausch erheblichen Einfluss haben und dass im Grunde Politik sich viel stärker einfach an den teilweise an den Wortlaut auch vermeintlicher Experten bindet und auch vermeintlichen Experten eine unglaubliche Nähe zur Politik bietet, wurde ja negativ gesehen, ist denn aber nicht in einer solchen Expertendemokratie auch eine große Chance, also dass man im Grunde von einem Stammtischniveau in anderen Foren des Meinungsaustausches wegkommen könnte zu einer viel stärkeren Expertise, zu einer viel stärkeren zu einem viel stärkeren Schwerpunkt auf den Sachfragen? Ich glaube, das geht schon ganz weit in die nächsten zwei Tage, auf die diese Abendveranstaltung ja auch Appetit machen soll. Genau, nehmen wir noch eine Wortmeldung jetzt hier dran. Ich sehe Sie auch, aber ich würde dann gerne auch auf dem Podium wieder weiterhören. Ja, genau. Der Herr im karierten Hemd. Vielen Dank. Guten Abend, Jan Bergner, mein Name. Ich würde Herrn Marchardt gerne was fragen wollen. Ich fand Ihren Vortrag sehr spannend und ich fand es interessant, wie Sie diesen Punkt herausgehoben haben, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass wir letzten Endes in dem, was Sie mit einer neoliberalen Struktur bezeichnet haben, was Sie mit Individualisierung bezeichnet haben, dass das letzten Endes eine Ausgangssituation ist, aus der heraus bestehende, vielleicht auch demokratische Strukturen einer neuen Herausforderung sich stellen müssen. Und dann haben Sie ja von den Experimenten gesprochen. Und jetzt würde mich interessieren, wie viel Spielraum würden Sie denn eigentlich innerhalb Ihrer Thesen jetzt diesen Experimenten geben, in dem bestehenden System, in dem wir dann leben? Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel an einen Kollegen von Ihnen wie Wolfgang Streeck erinnere, der dann in gekaufter Zeit eine ähnliche Diagnose aufmacht, aber viel pessimistischer am Ende klingt und sagt, gut, wir haben eigentlich, wir können uns da nur noch ein bisschen Zeit kaufen, indem wir Protestbewegungen institutionalisieren oder indem wir Protestbewegungen einen neuen Impuls verleihen, wo würden Sie sich da einordnen? Woher nehmen Sie dann vielleicht auch diesen etwas positiveren Touch, den ich jetzt rausgehört habe, da wirklich Spielräume zu schaffen, ohne gleich die Systemfrage zu stellen, die natürlich, da hat Frau Siri recht, unter Umständen auch die Gefahr beinhaltet, dass das eine zu einfache Antwort wird, die aber ja, zumindest wenn ich Ihre Analyse verstanden habe, essentieller Bestandteil dessen ist, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Dankeschön. Super, herzlichen Dank. Da können Sie gleich direkt anknüpfen, Herr Mayer. Das finde ich eine spannende Frage hier. Ja, vielen Dank. Es ist jetzt dieses Mikrofon. Vielen Dank für diese Frage. Sie ist nicht leicht zu beantworten, aber ich werde versuchen, ganz kurz zwei Möglichkeiten, wie es weitergehen kann. Aus dieser Krise, die ja nicht nur eine Krise unseres bisherigen Systems, sondern auch der neoliberalen Form, dieses System zu regieren, wenn man so will, ist. Also mein Punkt war ja auch, der Neoliberalismus selbst ist in der Krise. Es glaubt ja niemand mehr an ihn. Ne? Und deswegen müssen die, die ihn vertreten, sozusagen bis zur letzten Patrone auf Mittel zurückgreifen, wie zum Beispiel, wenn wir uns die Verhandlungen um TTIP beispielsweise ansehen, der Geheimhaltung, ja, also der Überraschung, also Versuche, diese Politik, diese neoliberale Politik möglichst hinter den Kulissen stattfinden zu lassen und Kritik daran möglichst schon präventiv zu verunmöglichen. Ich glaube, es kann zwei Folgen haben. Insofern bin ich nicht mit dem Kollegen Streeck einverstanden, denn es gibt nicht nur die pessimistische Variante, sondern es gibt auch die optimistische Variante. Die pessimistische Variante ist, dass der Neoliberalismus, das ist Teil der Strategien der Akteure, die diese Politik betreiben, sowas wie Sperrklinkeneffekte, sagen wir in der Soziologie und in der Politikwissenschaft, produzieren. Das heißt Situationen, aus denen sie nicht mehr zurückkommen, in den Status quo ante, wenn man so will. Ja. Sie kommen nicht mehr zur Situation sofort zurück. Ja. Also wenn Sie jetzt TTIP verabschieden, dann kommen Sie nie wieder raus. Ja. Das ist schon so festgeschrieben. Und die einzige Lösung ist tatsächlich danach die Systemfrage.
aber nicht, weil sie jemand stellt, also eine revolutionäre Bewegung oder sowas, sondern weil dieses System zusammenbricht. Das wäre sozusagen die pessimistische, für manche vielleicht optimistische, aber doch eine Möglichkeit, dass wenn sie sozusagen alle Wege aus diesem System, in das sich jetzt der autoritäre Neoliberalismus einmauert, versperren, dann kann nur dieses System selber zusammenbrechen und dann haben wir wahrscheinlich ein Szenario, das ich jedenfalls hoffentlich nicht mehr erleben möchte. Die andere Variante ist die, dass es nicht dazu kommt, dass diese Sperrklinkeneffekte zumindest in mancher Hinsicht, also zum Beispiel der Euro ist ja auch so ein Sperrklinkeneffekt, da kommen sie auch nicht raus. Also es gibt zumindest keine, sie kommen schon raus, aber es gibt keine Regeln dafür. Und dass man konsensuell Regeln erfindet, wie man auch wieder aussteigen kann aus bestimmten Szenarien. Das wäre die optimistische Variante. Dafür braucht es aber natürlich den Aufbau einer entsprechenden, auch breit aufgestellten politischen Kraft, eines politischen Konsenses über die Nationalstaaten hinweg. Und wenn wir das jetzt auf die Europäische Union umlegen, dann bedeutet das, dass es einen signifikanten Politikwandel nicht nur in einem Staat der Europäischen Union geben müsste, sondern, ich meine, tendenziell natürlich in allen. Das ist auch Teil dieses Sperrklinkeneffekts, dass sie nur mit dem Einstimmigkeitsprinzip aus manchen Dingen wieder rauskommen, aber tendenziell doch mal zumindest in so vielen, dass die anderen zu Kompromissen gezwungen werden müssen. Das betrifft zum Beispiel das Austeritätsregime, da wären ja Kompromisse gestrickt. Es gibt sozusagen das Spiel mit der Peitsche, mit Griechenland und gleichzeitig nimmt man es dann wieder nicht so ernst und dann versucht man doch irgendwie damit herumzugehen. Und es wird sich jetzt entscheiden, wie die weitere Situation in anderen Ländern wie Spanien, wie Portugal aussehen wird. Also da würde ich sagen, ist noch alles offen. Insofern nicht totaler Pessimismus, Optimismus insofern als das, was ich vorhin als demokratischen Experimentalismus bezeichne, wir müssen ein neues politisches Programm experimentell erproben, dass das, wenn es in mehreren Ländern der Europäischen Union geschehen sollte, tatsächlich die anderen zu Kompromissen zwingen wird. Nicht im Sinne einer Weltrevolution, nicht im Sinne eines Ausstiegs aus diesem ganzen Projekt, sondern im Sinne einer langsamen und wahrscheinlich auch langwierigen Veränderung. Herzlichen Dank. Sie wollen auch mehr? Ja. Ich möchte auf Fragen aus dem Publikum antworten. Ja, gerne. Also auf zwei. Also zu Pegida, das stimmt. Also es gibt diese harten Nazis, was eben neu ist und dafür interessiere ich mich besonders, ist, dass es darum herum so eine publizistisch-politische Melange gibt, in der ganz unterschiedliche Akteure auftauchen, die sozusagen vorher nicht in dem Scope dieser harten Nazis waren. Und das ist sozusagen, worauf ich mich so ein bisschen bezogen habe, also Fremden, also bis in die bürgerlichsten publizistischen Kontexte kommen jetzt eben Fremden, Frauen, feindliche Argumente. Das Lügenpresse-Argument konnte man bestaunen in der Forschung und Lehre, also in dem Verbandsmagazin der Hochschullehrer. Da war auch sozusagen ein Kollege aus der Evolutionsbiologie, der sagte, die gleichgeschaltete Presse verhindere es, dass man Gender kritisiere. Also es geht wirklich bis in die bürgerlichsten Kontexte, bis in Kontexte von Leuten, die dauernd überall sprechen dürfen und überall schreiben dürfen, also so Leute wie wir, dass das sozusagen diese Argumente hoffähig werden. Das ist, glaube ich, das Besondere. Nicht nur an Pegida, sondern an der neuen rechten publizistischen vor allem Bewegung. Genau, aber ich stimme Ihnen zu, dass da durchaus Leute sind, die schon lange aktiv sind und versuchen, das für sich zu vereinnahmen. Also gerade auch bei uns in München sind da die verurteilten Rechtsterroristen, die jede Woche mitmarschieren. Ja. Dann noch zum Verhältnis zwischen direkter Demokratie und Parteiendemokratie. Das Problem an der direkten Demokratie ist ja, dass es dann noch schwieriger ist, sozusagen für, sagen wir mal, prekär positionierte Menschen sich zu beteiligen. Also das ist ja noch voraussetzungsreicher. Also ich war mal beteiligt an sowas in Freiburg, da ging es um eine Trambahn, wo die langfahren soll. Und man hat da sehr genau gesehen, welche Leute da mitgemacht haben. Und es waren natürlich jetzt schon eher auch wieder die, sagen wir mal, Lehrer und Beamten. Also das Problem der Legitimation oder der Inklusion löst sich nicht durch direkt demokratische Verfahren, weil dort greift dann dasselbe Problem, dass sich wieder
vor allem gebildetere, finanziell besser ausgestattete Menschen beteiligen. Also da müsste man dann, also es gibt natürlich, man kann natürlich direktdemokratische Verfahren auch so machen, dass man ganze Viertel beteiligt und so. Aber das ist sozusagen ja, glaube ich, nicht unbedingt das, was real stattfindet in den europäischen Demokratien. Also da bin ich sozusagen, da hätte ich immer noch das Problem, wie man denn jetzt da Inklusion bereitstellt. Und dann zur Expertendemokratie noch. Ich kann ja jetzt als Soziologin, die hier jetzt sitzt, als so eine Art Expertin nichts gegen Experten sagen, aber ich sage dazu, die haben auch Interessen. Ja, also Experten sind ja nicht frei von Interessen. Also setzen Sie mal 5 Hochschullehrer hin und reden über die Uni. Also beispielsweise, da würden vielleicht andere Leute andere Meinungen zu haben, wie Hochschulen ausgestattet werden sollen. Oder die meisten Experten, die einen Pass im Bundestag haben, sind ja Leute, die für Unternehmen arbeiten. Also die dann dort an Gesetzen mitschreiben, die dort einen Schreibtisch kriegen. Und das ist so ein bisschen eben meine Sorge, wenn wir jetzt sozusagen nur noch auf Experten uns verlassen, dass dann halt Leute, also jeder Mensch hat natürlich Interessen, klar, aber jemand, der für ein Unternehmen arbeitet oder bei der Automobilindustrie, hat natürlich nochmal anders gelagerte Interessen als jemand, der sich als Aktivbürgerin, Aktivbürger engagiert. Ja, also das ist sozusagen meine kleine Sorge. Es gibt aber auch ganz, zum Beispiel von Anthony Giddens, so ganz euphorische Beschreibung von Expertendemokratie, der also sagt, dass man dort eben, wenn die Experten sich auch ernst nehmen und versuchen, moralisch integer zu handeln, was man ja hofft, was viele tun, dass man dann natürlich zu besseren Lösungen kommt, als wenn jeder Politiker, jede Politikerin immer alles lernen muss über jedes Fachgebiet. Genau, aber das ist sozusagen das Problem an der Expertendemokratie, ist so ein bisschen die Möglichkeit des Lobbyismus und dass eben die Experten, Expertinnen auch nicht interessensfrei sind. Wir Wissenschaftler haben zwar eine Idee von Objektivität zum Beispiel, aber da gibt es dann eben doch auch immer wieder Interessen, die sich aus der damals Klassenlage genannten Positionierung ergeben. Dankeschön. Frau Kirk, darf ich noch 2 Wortmeldungen aus dem Publikum und dann sind Sie richtig dran oder wollen Sie gleich? Nee, ich möchte lieber gleich, bitte. Gut. So viel zum Thema direkte Demokratie. Ich möchte, weil es passt so, weil ich möchte gerne wieder so eine rhetorische, also immer nicht um mit Ihnen in den Disput zu gehen, sondern einfach immer eine rhetorische Frage zu stellen. Brauchen wir eigentlich wirklich direkte Demokratie, wenn sich kein ganzes Jahr lang, also wir sind noch nicht ganz Jahr, haben wir ein Jahr Pegida? Oder hatten wir schon ein Jahr Pegida? Hatten wir schon Jubiläum? Gut. Stimmt, haben wir neulich gefeiert, ne? Brauchen wir das eigentlich wirklich, wenn sich 2.000, 3.000, 4.000 Leute durch Dresden durchschieben? Übrigens auch jemand hatte die Sorge, dass Alte sich nicht beteiligen, also ein Haufen auch ältere Herrschaften, Pegida-Omas, Pegida-Opas, die ganze Zeit immer ein Schild hochhalten, keine Islamisierung, keine Islamisierung, keine Islamisierung, und dann sehen wir so eine Partei nach der nächsten, die sich total drum reißt und um die Aufmerksamkeit dieser Leute buhlt, die sagen, nein, wir reden nicht mit der Presse, wir reden nicht mit den Politikern, und dann kommen die CDU und sagen, um Gottes Willen, die wollen nicht mit uns reden, warum, und die SPD geht dann auch hin, Sigmar Gabriel geht dann Schnittchen essen und so, man sagt, die wollen nicht mit uns reden, das gibt es doch nicht, die müssen mit uns reden. Also der Kampf der Politik, auf einmal der Parteien wahrgenommen zu werden von diesen 6.000, 7.000 Leuten, die haben immer noch ihre Schildchen, keine Islamisierung, keine Islamisierung. Kein Jahr später argumentiert eine Partei, die CSU, die in der Flüchtlingsfrage ein sehr großes Sprachrecht hat übrigens, und sagt, nein, wir wollen nicht so viele Flüchtlinge, weil das sind zu viele Muslime. Ja, haben wir jetzt noch einen Volksentscheid gebraucht eigentlich oder nicht? Ja, und also das nur, um was mal zu zeigen, wie auch so ein Weg laufen kann, ne, wenn sich ein paar Tausend auf die Straße stellen. Das andere ist, was habe ich geschrieben, entschuldigen Sie. Ja, genau, und dann, was natürlich noch sehr interessant ist, AfD habe ich ganz vergessen, die AfD, ja, die dann quasi sich anschaut, was die Pegida dort fordert, und ich mache nur darauf aufmerksam, dass die Pegida, dass die AfD oder die Pegida, Klammer auf, könnte auch die Pegida sein, in einem im Europaparlament vertreten ist, plus in 5 Landtagen. Das heißt, die sind aktiv an Gesetzgebung beteiligt und jetzt natürlich fordern neuerdings keine, also Flüchtlinge zur Not auch erschießen an der Grenze. Markus Pretzel, NRW-Landesvertretung, das jetzt am Wochenende gesagt hat. Also hier wird quasi etwas von der Straße in ein Programm übernommen und verbreitet, und die AfD gehört wie
viele rechte Parteien zu jener Kraft, die in den letzten 15 Jahren in Europa am stärksten gewachsen ist. Also auch da stellt sich die Frage, brauchen wir noch komplizierte Volksentscheidsverfahren, Entscheidungsverfahren, wenn der Weg so schnell, so kurz und so effektiv verlaufen ist? Ja? Das Zweite ist, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich eben nochmal zurück zu dem Älteren, waren Sie das oder da hinten, sagte, ja, ich habe so Angst, dass die Alten, also das Internet und die Alten werden gar nicht, kommen dann gar nicht zu Wort und so weiter, dass sich dann nur noch so junge, internetaffine Leute an diesen Entscheidungsprozessen, von denen wir ja eben den Weg gezeigt haben, dass sozusagen der Leser sich das, was er sich wünscht, in einer Zeitung im Internet hinterlässt und die Politik quasi sich da draufsetzt, sagt, ah, das ist aber interessant und das dann quasi wie eine Art Wählerwillen behandelt. Und dass dann natürlich Leute Angst haben, was ist dann mit den älteren Herrschaften, die das nicht beherrschen. Gibt es ja immer noch die Möglichkeit, ich mache Sie nur mal darauf aufmerksam, morgens gibt es ja in den Öffentlich-Rechtlichen immer noch diese Call-in-Veranstaltungen-Sendungen. Also da werden so Sendungen gemacht und da kann dann immer jemand anrufen. Also sobald es da zum Thema Gesundheit gibt oder so, ist glaube ich der Altersdurchschnitt der Anrufer, die sich an diesem, das ist ja auch Öffentlichkeit, da anrufen, gesendet werden beim Presseclub jeden Sonntag von 12.45 Uhr bis 13 Uhr. Und da ist der, glaube ich, der Altersdurchschnitt geht da sowieso von, ich weiß nicht, 100 bis 130 oder so. Also es sind nur alte Leute, die sich dort melden. Also ich möchte nur sagen, dass in den Medien für wirklich, wir sind da so super, wir finden für jede Gruppe ein Medium und eine Öffentlichkeit, weil es ist genau umgekehrt. Die Medien wollen, dass sich so viele wie möglich beteiligen, anrufen in den Sendungen. Also es gibt ganze Radioformate, die leben von nichts anderem als 2-3 Stunden lang rufen nur Hörer an. Also es ist ganz im Gegenteil so, dass man das, und da sitzen dann Politiker, die dann Rede und Antwort stehen. Also das sind maßgeschneiderte Konzepte von alt bis jung sozusagen. Also ich denke nicht, dass man sich dort Sorgen, also das meine ich ernsthaft, sich dort nicht Sorgen machen muss. Und zum Thema neoliberal, da möchte ich auch was zu sagen. Ich hab immer das Problem, dass ich immer nicht so genau weiß, was mit neoliberal gemeint ist, wenn einer neoliberal sagt, weil ich häufig das Gefühl habe, dass darunter viel verstanden wird und das so ein weiter Begriff ist. Und ich kenne nicht alle Diskurse um diesen Begriff von neoliberal, weil ich nur ein einfaches Mädchen vom Lande bin. Aber ich wollte nur daran erinnern, dass also wenn man sagt, neoliberal ist zum Beispiel auch, dass der Staat und die Parteien sich extrem zurückziehen und sich andere Kräfte, also nicht nur der Markt, sondern auch andere breit machen, möchte ich nur sagen, dass im Moment in der Flüchtlingssituation es ja auch so sein könnte, dass sich eben nicht in allen Städten die Bürger engagieren für die Flüchtlinge, die hätten sich ja auch, wie das normalerweise oft die Art in Deutschland ist, sich zurücklehnen und wie früher, wenn eine Toilette kaputt war in der Schule, haben die Lehrer dann sofort einen Brief an die Politik geschrieben, die sollen gefälligst diese Toilette reparieren. Bei der Flüchtlingskrise war das genau andersrum. Da gab es auf einmal ganz viele Leute, die eben nicht gesagt haben, die Politik muss handeln, die Politik muss die mit Wolldecken versorgen, die Politik muss da jetzt Heizstrahler hinbringen, sondern ganz im Gegenteil, auf einmal hat sich eine ganz andere Bewegung breit gemacht und daraufhin konnte sich der Staat, und das tut er bis heute, extrem gemütlich zurückziehen, weil er die ganze Zeit sehr gut darauf vertrauen kann, dass sich eine große zivile Gesellschaft dort Aufgaben übernimmt, die eigentlich Staatsaufgaben wären. Also insofern, es gibt auch manchmal die gegenläufige Bewegung, dass dann Leute eben nicht fordern und dass der Markt oder die Leute es eben auch regeln. Auch das kann man beobachten. Auch wieder nur sozusagen als Ergänzung gedacht. Und jetzt können Sie gerne noch 2 Fragen aus dem Publikum. Herzlichen Dank, Frau Kierk. Das werde ich auch tun. Ich habe vor allem noch den jungen Mann im Auge mit dem grünen T-Shirt. Wer will denn sonst noch? Oh, wo sind die Frauen? Ich finde sie nicht. Ah, pardon, das ist so im Dunkel für mich. Ja. Aber zuerst jetzt tatsächlich der Herr im grünen T-Shirt und dann kommt sie sofort dran. Dankeschön, mein Name ist Franz Rumitz. Ich habe folgende Anmerkung. Und zwar hatten Sie, Herr Marsch, hat ja darüber gesprochen, Experimente an der Parteiform. Und ich wollte nochmal so ein kleines Plädoyer für die Parteiform halten, vielleicht auch in Abgrenzung zu der Form des Mobs. Denn in der Parteiform ist es ja so, dass auch die innere Ordnung der Partei demokratisch ist. Ja, das ist ja ein riesiger qualitativer Unterschied, den man nicht vergessen darf und auch Minderheitenmeinungen natürlich eine Chance haben, was jetzt bei der Form des Mobs natürlich nicht die Möglichkeit besteht da nicht. Ja, wenn ich bei Pegida mitlaufe, dann laufe ich eben hinter den Leuten mit dem Schild keine Islamisierung. Da findet ja gar keine Debatte über diese gesetzten Sachen statt letzten Endes und deswegen wollte ich nochmal einfach den Punkt setzen, dass die
innere demokratische Ordnung eben ein wichtiger Faktor ist, auch bei der Weiterentwicklung. Also jetzt, Sie hatten das Beispiel noch gebracht, einer griechischen Partei, bei der sich online alle beteiligen können. Das ist natürlich auch wieder letzten Endes ja, eine Abkehr von dieser inneren demokratischen Struktur, würde ich sagen. Ja. Herzlichen Dank. Und jetzt die Dame, die ich leider nicht sehen kann. Hallo. Ich wollte ganz kurz nachfragen, weil Sie, Herr Marchert, ja so ein bisschen das dargestellt haben, dass es einen sehr, sehr großen Unterschied gäbe einerseits zwischen Syriza und Podemos und auf der anderen Seite zwischen den Bewegungen bzw. Parteien, die jetzt zum Beispiel hinter Jeremy Corbyn stehen. Ich bin jetzt auch von den Grünen, wie so viele hier, und wir werden am nächsten Dienstag zusammensitzen und werden überlegen, wie man die Partei innerparteilich anders aufstellen kann, damit das auch die nächsten 20 Jahre noch funktioniert. Und es wäre ja total einfach für uns zu sagen, wir müssen das nur genauso machen, wie Syriza so macht. Nur ich sehe den großen Unterschied nicht. Also das ist einfach nur eine linkspopulistische Partei gewesen mit einem sehr charismatischen Mann an der Spitze, die kurze Zeit sehr erfolgreich war, weil sie auch eine junge Partei war und die sich jetzt sehr schnell in Regierungsverantwortung doch sehr deutlich wandelt. Ich sehe den Unterschied nicht zu Jeremy Corbyn, wenn Sie das vielleicht noch mal kurz erklären könnten. Und dann gab es hier vorne noch eine und keine. Okay. Das da drüben ist dann die letzte Wortmeldung. Ja, bitte. Ja, Albert Reinhardt. Also ich glaube, dass wir da nicht tief genug gehen mit unserer Überlegung da zu diesen ganzen Problemen der Demokratie und so weiter. Also das Gegenteil von Prekariat ist wahrscheinlich Potenzialentfaltung. Und das, was wir eben, und man weiß sozusagen aus der Sozialisationsforschung, dass diese inneren Haltungen ungefähr mit 18 Jahren festgebildet werden. Also die soziale Umwelt wird quasi als Bewusstsein verinnerlicht und wie so eine zweite Natur empfunden. Das heißt, selbst wenn ich Ihnen heute sagen würde, wir müssen unser System so und so umbauen, würde Ihnen das völlig schräg vorkommen. Sie würden das gar nicht verstehen. Ja, wir haben kein Systembewusstsein und daher können wir das auch gar nicht umbauen. Was wir aber machen können, also das haben uns die Neurologen mittlerweile beigebracht, das kann man sozusagen einfordern wissenschaftlich, dass wir eben nicht diese Haut-drauf-Lümmel sind und die unter dem jetzigen Stressmodus oder Neoliberalismus nur den eigenen Interessen folgen, sondern von Hause aus haben wir eigentlich in unserer Natur dieses Kooperative, das wir aber nur in kleinen Gruppen entfalten können. Und mein Plädoyer wäre sozusagen zumindest diese dialogische Erfahrung in kleinen Gruppen, also das, was Robert Jung so mit seinen Zukunftswerkstätten gemacht hat, diese Erfahrung des Dialoges, also des Miteinanderdenkens und nicht des diskursiven politischen Hau-draufs, ja, dass das sozialisiert wird in der Schule, in dem Jugendlichen ermöglicht wird, sozusagen mit so einer Art politischem Schreiberecht Gesetzesvorlagen zu erarbeiten, die dann zur Abstimmung den jeweiligen Parlamenten vorgelegt werden. Also angefangen mit den 13-Jährigen auf der kommunalen Ebene, Landesebene, Bundesebene jeweils ein Jahr und dann haben wir Bürger, die das System verstanden haben, die den Politiker nicht als Gegner sehen und die mit Komplexität gelernt haben, umzugehen und nicht mit diesen trivialisierten Lerninhalten kaputt gemacht werden. Herzlichen Dank für diese Anregung und letzte, bitte schön. Ja, Herr Galukoschardt, ich habe mich in den letzten Jahren etwas mit Kommunalpolitik beschäftigt, auch unter dem Gender-Aspekt. Und beim Hören dieser Diskussion gingen mir zwei Dinge durch den Kopf. Also Sie, Frau Seri, haben ja sehr deutlich gesagt, ganz ohne diese Organisationsform der Partei kommen wir nicht aus. Und bei Herrn Marchert war ja aber auch andererseits ein bisschen der Aufruf zum Experiment, wo immer auch das landen soll. Und ich denke, dass genau diese kommunale Ebene dann ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt für uns sein sollte, das nochmal zu überlegen, wie man das zusammendenken kann. Und ich glaube, dass man da auch wirklich politisch handeln kann, indem man zum Beispiel dieser Ebene auch mehr Macht, mehr Ressourcen, mehr Möglichkeiten gibt. Das ist ein Raum, wo einerseits Begegnung möglich ist, aber andererseits eben auch natürlich die neuen Medien, die digitale Kommunikation und so weiter. Das ergänzt sich ja, das spielt sich ja nicht gegeneinander aus, sondern kann sich sehr, sehr gut ergänzen.
Und ein zweites, denke ich, politisches Moment, wo die Grünen ja auch drüber diskutieren, ist, wer hat Zeit? Wer hat Zeit für diese Art des Engagements, also jenseits des Internets? Das halte ich nicht für einen Ersatz für das, was eben auch wirklich, wurde es ja auch gesagt, miteinander diskutiert, entschieden, in der persönlichen Begegnung, auch in der Verantwortung für das, was ich sage, also nicht irgendwie anonym, sondern mit der ganzen Person, für mich absolut notwendig bleibt, um Politik machen zu können, in Parteien, aber auch darüber hinaus. Und auch bei diesem Thema Zeit könnte man vieles machen. Ja, also auch dafür gibt es ja auch Vorschläge im politischen Raum, Zeit nicht nur für Care-Aufgaben abzusichern, sondern vielleicht eben auch für politisches und soziales Engagement. Ich, wie gesagt, ich komme aus der Genderforschung, also für mich ist das Thema Zeit unter geschlechterpolitischen Gesichtspunkten offensichtlich. Ja? Also wer hat Zeit, sich politisch zu engagieren? Da glaube ich, werden also auch richtig, also bei Ihnen, denke ich, manchmal verschwindet das Politische. Also für mich wären da wirklich politische Ansatzpunkte, wo man ganz konkret was machen könnte, um breiter diese Art von Beteiligung auch eine Substanz zu geben. Herzlichen Dank. So, jetzt wirklich allerletzte. Ich wollte nochmal auf Herrn Marcher zurückkommen, der ja am Anfang gesagt hat, dass im System quasi nicht nur außerparlamentarisch was passieren sollte, sondern dass vor allem die etablierten Parteien ihre Parteiform verändern müssen, um eben diese prekäre Situation zu vermindern. Und da wollte ich weniger abstrakt, sondern eher explizit oder auch exemplarisch fragen, wie Sie oder die ganze Runde Dingen wie Open, also so von der zum Beispiel von der Piratenpartei Open Antrag, ständige Mitgliederversammlung steht oder allgemein zu dem Thema Liquid Democracy und damit würde man eben diese Kommentare, wie sie im Internet jetzt schon sind, mehr direkt einbeziehen in sagen wir mal, politische Willensbildungsprozesse. Ja. Mhm. Danke für diese Frage tatsächlich, wie kann Parteireform praktisch aussehen? Eine Mini-Schlussrunde, wir sind schon längst über alle Zeit und so weiter. Jasmin Siri greift sofort zum Mikrofon. Bitte schön, Meli Kiak ist die Letzte. Ich greife sofort zum Mikrofon, weil ich eine Studie über die Piratenpartei gemacht habe. Ich fand das sehr interessant, mir das anzuschauen, wie sowas funktioniert hat. Zugleich hat man aber eben auch gemerkt, dass die Piraten durch die hohe Transparenz ein Medienproblem bekommen haben. Und das müsste man eben lösen. Also sozusagen das Gute an Organisation ist schon auch das Hinterzimmer. Weil im Hinterzimmer kann ich Dinge vorbereiten und mir überlegen, wie ich sie nach außen innerparteilich, aber auch medial darstelle. Ich kann Streit im geschlossenen Raum haben und dann wieder als eine geschlossene politische Gruppe nach außen auftreten. Und das war den Piraten aufgrund ihrer Transparenz nicht vergönnt und wurde dann medial ja auch stark berichtet und dann ging es eben nur noch darum sozusagen, dass die streiten und das hatte dann zur Folge, dass sie sozusagen erhebliche Verluste im Elektorat gemacht haben. Also solange in Deutschland noch das ist tatsächlich so, aus der Wahlforschung wissen wir es, deutsche Wählerinnen und Wähler mögen es nicht, wenn es Streit in einer Partei gibt, das wird immer abgestraft, ganz egal in welchem politischen Spektrum, also solange das so ist, hat man immer ein Problem mit diesen transparenten, total interessanten Instrumenten. Herzlichen Dank. Herr Marchert. Ja, vielleicht wirklich nur ganz kurz zu den einzelnen Punkten. Ich schließe mich da an. Es ist auch, ein grundsätzlicher Fehler in dem Gedanken der Liquid Democracy oder permanente Abstimmungsfähigkeit, nämlich die Idee, dass wir die Schwellen politischen Engagements möglichst niedrig anlegen müssen, also möglichst niedrigschwellig alles sein muss, dass wir den Aufwand abbauen müssen, der darin besteht, zum Beispiel teilzunehmen an einer
Aushandlung innerhalb von der politischen Partei, des Programms oder was auch immer. Das geht schon, das ist, glaube ich, der grundsätzliche Denkfehler dahinter, davon aus, dass wir es alle eigentlich lieber nicht machen wollen. Also die, die es machen, wollen es eigentlich lieber nicht machen, und wenn sie es machen, dann möglichst mit wenig Zeitaufwand, möglichst von zu Hause, vom Schreibtisch aus. Und ich glaube, das ist der Denkfehler, weil ich glaube, wir haben auch vorhin darüber gesprochen, neue Formen des Engagements, und seien sie von rechts, zeigen, dass Leute durchaus bereit sind, Zeit und einen bestimmten Gesprächsaufwand und auch ein tatsächliches Face-to-Face-Auseinandersetzung zu investieren. Ja. Und ich glaube, das ist also, dass man da die Schwellen überhaupt nicht niedriger senken muss. Zur Frage Parteiform innerdemokratische Entwicklung einer oder Experiment mit der Parteiform. Naja, dass Parteien auch nach innen demokratisch organisiert sein müssen, wird vom Grundgesetz vorgegeben. Daran lässt sich sozusagen selbst dann nichts ändern, wenn man was daran ändern wollte. Man kann aber natürlich dennoch mit der Idee von Demokratie experimentieren, denn es ist überhaupt nicht ausgemacht, was Demokratie überhaupt ist. Klassisch ist demokratisch das Losverfahren, ist nicht die Repräsentation. Demokratisch ist nicht, wenn wir hier jetzt einen Repräsentanten wählen, der diese Gemeinschaft nach außen hin vertritt. Demokratisch ist, wenn wir ein Los ziehen und der oder diejenige, die das Los ziehen, vertreten uns. Ja. Das war über Jahrhunderte die Idee von Demokratie, und gegenwärtig gibt es Politikwissenschaftler, die wieder mit dieser Idee spielen. Wie könnten politische Institutionen aussehen, zweite oder dritte Kammern bis hin zur Europäischen Union, aber man kann sich das natürlich auch für Parteien vorstellen, in denen politische Teilhabe auch durch dieses Zufallsprinzip ermöglicht wird. Ich bin dagegen, sage ich auch gleich dazu, aber das ist etwas, worüber wir mal anders an anderer Stelle diskutieren können. Es gibt viel mehr Formen von Demokratie, als wir uns üblicherweise vorstellen können. Und zur Frage Syriza und Jeremy Corbyn. Tatsächlich existiert schon mal der große Unterschied, dass Syriza eine neue und experimentelle politische Partei ist, die neu gegründet wurde. Die Labour Party ist es nicht. Natürlich war auch die Wahl Jeremy Corbyns teils eines Experiments mit der Parteiform, nämlich des Experiments, dass die Mitglieder den Vorsitzenden direkt wählen. Und das hat einen erstaunlichen Überraschungseffekt produziert. Insofern bin ich auch nicht total dagegen. Mein Problem war eher auf der inhaltlichen Ebene die Frage, ob die politischen Positionen, die Jeremy Corbyn und die Corbynistas, wie man sie in England nennt, vertreten, zukunftsfähig sind. Das war mein Problem. Auf der organisatorischen Ebene ist auch ein wesentlicher Unterschied zu Syriza, die ja natürlich auch in einer Ausnahmesituation an die Macht gekommen ist, dass Syriza eben unterschiedliche Formate miteinander kombiniert. Ich habe gesagt, es ist ja eigentlich eine Parteienallianz. Es ist eine Bewegungspartei, die die Bewegung vertritt und die auch von Bewegungsakteuren und Akteurinnen gleichsam mitorganisiert wird. Und es ist gleichzeitig eben diese populistische Führerpartei, interessanterweise. Aber ein wesentlicher Punkt, der zum Erfolg von Syriza beigetragen hat und der auch in der deutschen Diskussion eigentlich nie genannt wird, ist, dass die Credibility von Syriza daher stammt, dass sie tatsächlich kommunal, das heißt vor Ort, diese Krise auffängt und zu bewältigen hilft, durch Suppenküchen, durch die Bereitstellung von medizinischer Versorgung in einer Situation, in der die medizinische Versorgung zusammengebrochen ist. Daraus entsteht natürlich auch Parteiarbeit, und daraus entsteht auch ein Teil des Erfolgs dieser Partei. Das ist nicht eins zu eins zu übersetzen, jedenfalls nicht in einer Nicht-Krisensituation in diesem Ausmaß. Ich denke aber, dass es Denkanstöße geben kann, um darauf wieder auch natürlich zurückzukommen, dass die kommunale Ebene wichtig ist, dass das, was man vor Ort macht, wichtig ist, dass die Ansprechbarkeit wichtig ist, auch Face-to-Face im Unterschied zu Liquid Democracy wichtig ist. Und ich glaube, da gibt es für alle Parteien, die in irgendeiner Weise Erfolg haben wollen, Optimierungsbedarf. Herzlichen Dank. Elikiak hat das letzte Wort beinahe. Ja, ich versuche, meine Abschlussbemerkung kann leider nur sehr allgemein ausfallen. Ich glaube, und daran hat sich eigentlich an dieser Überzeugung nie etwas geändert, seit ich politisch denken kann, ich glaube, der Erfolg einer Partei, also dass sie aktiv ist, dass sie vital ist, dass sie nach außen vital wahrgenommen wird und auch, dass sie innerhalb sehr vital funktioniert, egal ob auf kommunaler Ebene oder auf einer höheren Ebene, ist nicht, meiner Ansicht nach, nicht ihre Organisationsstruktur. Denn dagegen spricht, gegen diese Theorie, dass
ich sage es nochmal, die stärkste wachsende politische Kraft in ganz Europa sind die rechten Parteien und die sind in der Mehrheit alle noch sehr konservativ organisiert. Ihre Organisationsstrukturen sind sehr konservativ oder sehr herkömmlich, wenn man so will. Und sie sind trotzdem erfolgreich und sie kriegen trotzdem, haben einen enormen Zulauf und werden extrem wahrgenommen und haben ein großes Stimmrecht. Ich glaube, dass eine Partei immer noch dann erfolgreich ist, dass das immer noch über Themen funktioniert. Und dass die Leute das Gefühl haben, dass das, was jetzt aktuell ist, aufgegriffen wird von der Partei, mit der sie noch am ehesten sympathisieren und dass sie auch vertreten wird durch das Personal, von dem man denkt, dass es diese Inhalte am authentischsten vertritt. Das ist eine sehr herkömmliche und banale Betrachtung, aber ich glaube, wenn man sich die Zeit nehmen würde und ins Detail gehen würde und das nachverfolgen würde, würde man am Ende auch darauf kommen. Und ich glaube, dass manche Parteien, auch wenn sie mal modern angetreten sind, ich nenne jetzt keine, also ich, das alles allgemein, dass sie trotzdem in sich immer noch sehr schwerfällig auf Themen reagieren und viel zu spät und dass die anderen dann eben einfach schneller sind. Und das ist unabhängig, glaube ich, relativ unabhängig von ihrer Organisationsfunktion, ob man jetzt per Internet oder nicht. Und das zeigen ja auch alle Bemühungen aller Parteien, die versuchen, verschiedene Formate anzubieten, und das tun fast alle Parteien, dass sie dadurch eben nicht einen größeren Zulauf bekommen haben oder nicht. Und bei Syriza, wenn ich das nur ganz kurz sagen kann, ich glaube, der sehr große Erfolg von Syriza ist, dass hier eine Partei auf ein sehr desolates Land gestoßen ist, auf ein Land in einer sehr großen Krise, und dass die Leute einfach keine andere Möglichkeit mehr sahen, als diese Inhalte von Syriza zu nehmen, weil alles das, was davor da war, sie in diese desolate Situation gezogen hat. Und deswegen glaube ich, dass man Syriza nie betrachten kann, den Erfolg von Syriza nie betrachten kann, ohne die katastrophale Situation der Menschen, die in diesem Land war. Also hier hat, wie ich das eben sagte, eine Partei eine Antwort, sehr schnelle und spontane Antwort auf ein Thema gefunden. Und es ist, glaube ich, unabhängig von ihrer Organisationsstruktur. Die macht Dinge dann vielleicht einfacher und schneller. Aber ich glaube nicht, dass das die Voraussetzung für den Erfolg einer vitalen Partei ist. Herzlichen Dank. Das war doch eigentlich noch ein beruhigendes Wort. Es geht tatsächlich um die Themen und nicht nur um irgendwelche neuen Organisationsdinge, die man ausprobieren kann mit Parteien. Bevor wir jetzt noch gleich einen kleinen Werbeblock haben, möchte ich mich herzlich bedanken bei Jasmin Siri, Oliver Marchert und bei Millie Kiak. Herzlichen Dank. So, wir haben, wie gesagt, noch einen kleinen Werbeblock, ein Werbeblock nämlich für die nächsten zwei Tage mit Jan Engelmann und Alle Ulrich. Und ich bin gebeten worden, Sie auf Evaluationsbögen aufmerksam zu machen. So etwas haben Sie offenbar. Also jetzt geht es auch noch um Abstimmen. So ganz demokratisch ist das zwar, glaube ich, nicht. Wo ist der Werbeblock? Der Werbeblock in Form, in Gestalt von Jan Engelmann und Anne Ulrich. Das Mikro an. Jetzt sitzen wir hier rum und hören den Werbeblock zu, genau. Hören Sie mich? Ja, ich freue mich natürlich für die Gelegenheit, schon mal zu trommeln für morgen, für den zweiten Tag dieser Tagung. Und ich fände es ganz toll, wenn Sie es vielleicht schaffen und einrichten könnten, um 10 Uhr morgens bereits hier zu sein. Ich kann versprechen, es wird spannend werden, denn wir werden einige Aspekte, die hier schon auftauchten, vertiefen. Wir wollen nämlich sprechen über die Folgen der Digitalisierung für die Parteiendemokratie. Ich glaube, wir sind mittlerweile in der Diskussion so weit, dass wir sagen können, das Internet ist nicht gut, ist nicht schlecht, es ist einfach. Und trotzdem macht es Sinn, mal genauer hinzugucken und sagen, welche Aspekte der Digitalisierung, unter anderem Beschleunigung, aber auch neue Möglichkeiten zur Kollaboration, zur Kooperation bedeuten im Grunde genommen einen Stresstest für Parteien. Und inwiefern sollten sich Parteien darauf einstellen? Wir haben 4 wunderbare Referentinnen eingeladen, Christoph Kappes, Kaya Timm, Linnea Riensberg, Sandra Marmitsch, 2 eher theoretische Köpfe, 2 eher aktivistische Naturen, das wird eine super Mischung. Und wie kompliziert das ist mit den Social Media, mit dem Web 2.0, können Sie darin erkennen, dass jemand, der wie ich über diese Veranstaltung getwittert hat, von einem anderen Twitter-User gefragt wurde oder gebeten wurde, could you please just share the shit that you are smoking? Okay, und nachdem wir einen spannenden Vormittag moderiert durch Jan Engelmann haben werden, werden wir am Nachmittag uns dem Thema der Parteien ganz direkt stellen
und haben erst eine Einstiegsrunde mit zwei Aktivisten aus der weiten bunten Welt der Projekteszene, die zum Thema Parteien ohne mich uns ein paar Stichworte dazu liefern, wie Sie das verstehen, dass Sie sehr aktiv sind, politisch sehr aktiv sind, ohne deswegen in politischen Parteien zu sein, und welche Sorte von Kooperationen sich Ihnen da stellen. Und daran anschließend werden wir eine etwas analytische Diskussion genau zu diesem Thema haben mit Marcel Lewandowski und Albrecht von Lucke und Bettina Gauss, moderiert durch Tobias Dürr. Und dann machen wir ein kleines Päuschen und gehen dann in eine zweite Runde, die sich stärker auf das Leben der Parteien bezieht, gewissermaßen, und auf die Frage, vor welchen Herausforderungen Parteien sich eigentlich aus eigener Perspektive sehen. Dazu gibt es ein Intro von Peter Siller, und sein Diskussionspartner ist der SPD-Politiker Thomas Kalinski, Staatssekretär in Potsdam und Mitherausgeber der Berliner Republik. Und wir gehen dann in eine Schlussrunde mit einem kleinen Blick auf die Parteienstudie, die wir im letzten Jahr zusammen mit Konrad Adenauer übrigens finanziert haben und deren Ergebnisse jetzt vorliegen, die Vorschläge machen zu Reformen für politische Parteien. Und nach dem Abendessen haben wir dann morgen das Kulturschmankerl zum Thema TV-Junkies, Politik in TV-Serien. Das ist der Abschluss des morgigen Tages. Vielen Dank, Albert Eckert, für eine charmante Moderation und einen schönen Abend.